White Russians, wenn mal wieder nichts im Fernsehen läuft. Aber wer schaut schon heutzutage noch Fernsehen? Ich jedenfalls so gut wie gar nicht, aber es tut es auch eigentlich gar nichts zur Sache, denn wir sind endlich wieder in der Session 17 angekommen, der Episode 3. Eigentlich sind wir in der Episode 3 jetzt angekommen, um es genau zu sagen, weil wir hatten ja die Prequels rausgehauen. Der ein oder andere hat sich angehört, wie wir gesehen haben. Wunderbar, ich hoffe, euch hat's gefallen. Jetzt machen wir weiter bei Session 17, der Episode 3, wie schon gesagt. Und ich möchte gleich darauf hinweisen, ich wollte mir eigentlich die Mühe machen und mich hinsetzen und die ganzen vorhergehenden Sessions irgendwie zusammenschneiden, so als Schnellintro, aber A hat man das schon und B war es mir dann irgendwie doch sehr viel Arbeit, also das Ganze zu tun, denn man muss sich da doch noch ein paar Stunden von Podcast anhören, um da die wichtigsten Sachen quasi zusammenzubekommen. Nichtsdestotrotz auch heute mit Intro, allerdings ich alleine, weil die anderen beiden ja, wie vielleicht bekannt, nicht momentan zur Verfügung stehen. Ist auch nicht weiter tragisch. Ich denke, ihr kommt auch mit mir zurecht. Trotzdem wird es kurz werden, deswegen. Ich möchte lieber die Session schnellstmöglich für euch raushauen und hoffen, dass es euch gefällt, als dass ich jetzt hier lang Tohu wa Bohu berede. Kurz nur zur Info für alle nochmal zur Auffrischung. Also Billy hatte Scheiß gebaut mit der Matrix, nachdem die Damen versucht haben, diesen Bruch zu planen. Dann gab es dieses Intermezzo, dass erstmal Billy sich wieder aufbauen musste, hat angefangen im Playground zu arbeiten und dabei haben sie dann Vicky getroffen bei einer Mitarbeiterveranstaltung. Vicky wurde dann glatt gleich mit eingespannt als Fahrerin, auch wenn sie zittert wie die Sau. Und die Damen haben sich an einen Plan gemacht. Sie wollten eigentlich mal diesmal nicht so asozial an die Sache rangehen, aber das hat dann nicht so gut geklappt. Wie dem auch sei, die hatten BTL-Abhängigen und eine Frau gefunden, also eine Trollin gefunden, deren Tochter, ich sag mal, abhanden gekommen ist. Ich möchte jetzt nicht so böse denken, wie Billy gedacht hatte, denn unser Meister hat sich da nicht weiter zu geäußert. Verschwörungstheorie hin oder her auf jeden Fall. Die Frau Makarov ist quasi ins Fadenkreuz von Billy gerutscht und da werden wir jetzt auch einsteigen. Das heißt, die Frau Makarov wird angerufen und dann vervollständigen die Damen an diesem Abend ihren weiteren Eintrittsplan in die Geschichte rund um den Bruch bei Fletcher Electronics. Yo, deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Reinhören, habt Spaß und ne, keine Ahnung was sonst. Alles Gute, tschüss. So, Billy hatte ja vor, die Makarov anzurufen wegen ihrem Kind und der Information, ob die darauf aus ist. Sprich Sonntag, hatte ich gesagt, würde ich gerne die Makarov anrufen, wenn sie von der Arbeit fertig ist und ausgeschlafen hat quasi dann. Weißt du noch? Ja, ja. Also die Idee war, sie anzurufen mit der verstellten Stimme, den Synthesizer quasi anzuschmeißen. Und ihr ja, dann, mit der verzerrten, genau. Ja, Verzerrung. Die Verzerrung, also nicht wie irgendwer zu klingen, sondern halt... Wenn Sie Interesse an dem Verbleib Ihres Kindes haben, weinen Sie jetzt. So nach dem Motto. Geil. Hört sich das toll an? kannst du dir nicht... Ist, ja... Versteht ja, ja. Man denn wenigstens, was ich möchte? Ja, deswegen musste ich ja so lachen. Weißt du, wenn er die alte sagt, Entschuldigung, ich verstehe sie so schlecht. Ja, Moment, können Sie vielleicht jetzt besser? Besser jetzt? Jetzt ist gut, jetzt ist gut. Ah, super, danke. Mensch, Sie haben eine angenehme Stimme. Wer sind Sie denn? Scheiße. Ja, also, wie gesagt, die Idee war, die Makarov anzurufen. Und sie danach zu fragen, ob sie denn noch Interesse am Verbleib ihrer Tochter hat. Weiß ich denn, wie ihre Tochter heißt? Genau, da ist die nächste Sache. Ich wollte dich ja noch fragen, ob ich irgendwelche Informationen im Archiv von irgendwelchen Rue Morgues oder beziehungsweise Bestattern finde über den Bestattungsort der Tochter von diesen reichen Leuten. Ich glaube, den hattet ihr schon letztes Mal rausgefunden. Die ist ja dort auf dem... Ja, die ist auf einem ganz guten Friedhof ja gedingst worden. Auf einem ganz guten Friedhof gedingst worden, das ist schon mal sehr gut. Also der Familiengelder angemessen, hatte ich glaube ich gesagt. Das heißt, also auf gut Deutsch, ich weiß, wo das Kind beerdigt ist, ich weiß, wie alt sie geworden ist. Kenne ich den Namen? Bina. Bina. Okay. Und ich weiß, dass es zur Trollin geworden ist, wie ihre Mutter. Und auf welchem Friedhof sie liegt, das heißt, es ist eigentlich ein Haufen Informationen. Ja, auf jeden Fall. Und mit der Information könnte ich im Endeffekt erstmal schauen, wie die Makarov drauf reagiert. Weil das war ja die Idee, Jojo hat ja gesagt, die ist doch garantiert nicht mehr dran interessiert, wie es der geht.
Also, liebster Spielgeleiteter, das heißt, wenn jetzt quasi Sonntag wäre, würde Billy jetzt bei der Makarov anrufen am Abend. Sie, du rufst sie an. Das ist vollkommen okay. Sie geht ran. Ach ja, ich benutze natürlich mein Wegwerfcomlink, ne? Ja, ist klar. Und Nummer Gut. unterdrückt und all sowas, was mit deinen Technomancer-Spielereien halt so geht. Ich Was halt verstehe die geht? Sachlage. Jawohl. Karov. Ja, guten Abend, Frau Makarov. Ich verstehe sie ganz schlecht. Können Sie vielleicht mal, was? Ja, das soll auch so sein. Strengen Sie sich an, mir zuzuhören und drehen Sie Ihren Output lauter. Frau Makarov, den Verbleib Ihrer Tochter. Hegen Sie daran noch Interesse? Wer bist du? Das tut nichts zur Sache jetzt in dem Moment. Wo ist sie? Das kommt ganz darauf an. Was willst du? Ich möchte Ihnen helfen. Ich habe Informationen für Sie und möchte Ihnen nichts Böses, sondern ich möchte Ihnen ein Stück Ihrer Vergangenheit wieder Zugang beschaffen dazu. Natürlich beruht das auf einer Gegenseitigkeit, Frau Makarov. Sie verstehen, was ich meine. Also, was willst du? Wir möchten eventuell einen Deal mit Ihnen schlagen. Hey, pass auf. Wenn sich hier über 10 Jahre später irgendjemand meldet mit so Scheißens, ist mir schon klar, dass du, was willst du denn, damit ich weiß, wo sie ist? Okay, Frau Makarov, ich denke, Sie möchten erstmal Vertrauen zu mir aufbauen, richtig? Gewisses Scheiß auf Vertrauen. Vertrauen, wie soll ich Vertrauen aufbauen? Ich will wissen, wo sie ist. Also, was soll ich machen? Sie können zu der Adresse hier und in der Reihe so und so, am Platz so und so, ist das Grab Ihrer Tochter. Was? Sie haben mich schon verstanden. Oder soll ich das nochmal wiederholen? Fick dich. Piep, piep. Ich nehme an, du hast Interesse daran, wo sie hingeht, oder? Ja, sicher doch. Gut. Also, öffentliche Verkehrsmittel, zwischendurch Verbindung weg bei U-Bahn Okay. und dann In ist der sie. U-Bahn, come on, Junge, in der U-Bahn gibt's mittlerweile, in 2080 ist auch wohl Verbindung noch da. Sie Ja, haben aber ja die jetzt kommt schon. aus dem Oktroll-Ghetto, nicht vergessen. Nur Okay, kurz in der genehmigt. U-Bahn. In den guten Gebieten ist tatsächlich da auch Wi-Fi, das ist mir schon klar. Aber sie fährt auf jeden Fall direkt dorthin. Gut. Ich fahre da auch hin. Okay. Schwarzer Mantel, Hut auf, Kein Haare Film. zusammen. Oh, komme ich ja nicht hin ohne Sinn? Scheiße. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du kontrolliert wirst, ist relativ hoch. Echt? Sogar mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Verkehrsmitteln? Ja, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Verkehrsmitteln? Servers, Likör, Verkehr. Dann bleibe ich über Ihren Comlink mit der Sache verbunden, soweit ich kann. Auch sie, also sie ist beim Grab ihrer Tochter, da ist noch alles okay, wird dann relativ schnell abgeholt. Also die ist da so 10 Minuten und ist noch nicht mal angemessen eskaliert, offenbar. Zumindest so über Comlink-Lautsprecher hast du nichts mitbekommen. Und Was meinst du, die wird abgeholt? naja, da kommen dann zwei nette Beamte, die ihr sagen, dass sie andere Trauernde stört und natürlich beharrt sie auf ihre Rechte. Immerhin besitzt sie eine SIN, was denen relativ Wurst ist und sie dann mitnehmen und herauskomplimentieren. Im negativen Sinne heraus komplimentieren. Na, sie machen schon deutlich, dass ihresgleichen da nicht so hundertprozentig erwünscht ist. Und wo bringen Sie sie hin? Ein paar Straßen, also sie empfehlen ihr, sich noch etwas weiter weg zu bewegen, quasi so aus dem besseren Gebiet raus. Zumindest aber von dem Friedhof, der ja auch einige Spenden von Humanis entgegengenommen hat. Ach, jetzt verstehen wir natürlich. Und da liegt trotzdem auf dem Humanis-Friedhof liegt eine Trollin begraben. Interessant. Ransom die jetzt noch irgendwie rum oder fährt die heim? Das ist eine interessante Frage, die ich mir durch eine Selbstbeherrschungsprobe beantworten werde. Warte. Schön.
Ja, also, Oh je, das hört sich nicht gut an, so nach Selbstbeherrschung. Nicht so beherrscht, oder was? nach einiger Zeit verlierst du leider die Verbindung zu ihrem Comlink, weil sie in Untersuchungshaft sitzt. Oho. Bambule, Randale, wir kommen von der Saale, du verstehst. Ja, stimmt. Wie lange würde denn die in Untersuchungshaft sitzen können? Weiß ich sowas? Ja, wenn du eine SIN hast. Oh Gott, das ist länger als heutzutage. Ich glaube, es waren 3 Tage. Und ihr Dienst fängt erst am Donnerstag, am Mittwoch wieder an. Heute ist Ja, Sonntag. aber die 3 Tage wären. Es kommt immer drauf an, was du für einen Bullen hast und was du gemacht hast und so, aber. Die haben ja auch nicht ewig viel Platz. Die müssen ja jeden Tag da ein paar Leute durchkamen, ne? Ja, Moment, möchtest du mir jetzt eher sagen, dass die gute Frau jetzt erstmal länger da sitzt, oder meinst du, dass die dann wieder relativ schnell raus? Machen wir mit den Logik minus 1. Och, Moment, Logik war, okay. Ein Erfolg. Weniger als 3 Tage, du bist dir sogar, also vermutlich so über die Nacht. Über die Nacht, also bis sie sich wieder erholt hat von ihrem. Bis sie befinden, dass sie sich wieder eingekriegt hat und nicht noch mehr Essen an sie verschwenden wollen, wenn sie ihr welches geben. Okay, Also sie hat sehr da schön. zur Erklärung, sie hat da offensichtlich einfach nur Jans, ihr Pflegt, ein paar Dinge durch die Gegend geworfen, Mülltonnen. Nicht nur Mülltonnen, so ein kleines Motorrad, weißt du, so Dinge halt. Katzen, Katzen, Kinder, Hunde, Hunde, Großdrachen. Fahrräder, Ja. Butterblumen, Kathedralen, Kanalisationen. den Kreml. Outrennen. Ich habe das schon die ganze Zeit begriffen, Düs. Ich weiß, was, von was denn? Von was reden wir gerade? Das ist nicht so schlimm. Okay. Schön. Scheiße. Ja, dann warte ich doch mal, bis wieder ihr Comlink verfügbar ist. Ja. Also ich werde mir dann halt wieder neue Marks holen. Ich gehe mal davon aus, dass sie mir da die Proben. Blablabla, passt schon. Da Genau, ist okay, alles wir okay, hätten alles ja okay. jetzt voll krasse Matrix-Action fahren können, Ja, aber die voll krasse ey. Matrix-Action wäre die gewesen: Dys würfelt, hat 3, 4 Erfolge, Trolli würfelt, hat einen kritischen Patzer oder sowas und ich sage dann, oh, Schön, das ist genau passiert jetzt. Ungefähr so wäre es ausgegangen. Ich meine, was kann die sich für einen Comlink leisten? Ja, wahrscheinlich nicht so Eins gut. von, weiß nicht, von 64 Raputnik. oder so. So ein 16 Jahre altes Ding, oh, so ein Rabutnik-Comlink, das sind die schlimmsten da. Schlimm. Die haben noch eine Schlinge. Und Gabel haben die Ah. noch. Und Und auch extra Ohrmuschel. so eine Kränk hier, weiß ich, wie heißt denn das gleich wieder? Hier ist so eine Kurbel an der Seite, ne? Ja, und Wählscheibe haben die noch. Ja, Wählscheibe ist auch gut. Ich hätte gern einen Wählscheiben-Comlink. Kannst du dir Schön. gern zu einem späteren Zeitpunkt besorgen. Nee, Wenn ich mal wieder Geld hab. pünktlich, wenn der letzte Bus von dort fährt, also sagen wir 3:40 Uhr dieser Nacht wird sie rausgekantet, offenbar. Also der Nacht zum Montag. Schön. Jetzt muss ich mit dir ganz kurz nochmal recappen, um meinen Geist nochmal aufzufrischen. Ich erinnere mich folgendermaßen an die Situation. Die Frau, die mit Jojo geredet hat, war nicht diejenige, die das Kind angenommen haben, sondern er war nur der Richter, der der Familie beigeholfen hat, ne? Er war der Anwalt quasi, der hat Ah, der Anwalt. Also ihr habt ja die genauen Daten, also der Staatsanwalt quasi im Namen der Stadt, wo man quasi gesehen hat oder gesagt hat, dass das Kind erst in Obhut genommen werden muss, weil es da eine Gefahr besteht im Elternhaus und dann quasi das Sorgerecht entzogen wird. Ja, okay, das heißt, also im Endeffekt hat diese Person, der Tod ist mittlerweile überhaupt nichts mit der Sache zu tun. Im Sinne, dass der nicht die Familie ist. Und den Familiennamen, wo die untergekommen ist, wusste, hatte Jojo bekommen? Ja. Okay, gut. Das ist ja schon ganz schön viel im Endeffekt. Also das heißt, dass der Frau Makarov ihr Comlink wieder klingelt. Frau Makarov. Frau Makarov, haben Sie sich beruhigt wieder? Total. Ich glaube Ihnen kein Wort, aber das wäre auch verständlich als Mutter. Frau Makarov, Sie sehen, ich spiele hier Ihnen kein Spiel vor oder irgendwas, sondern ich möchte Ihnen im Endeffekt helfen. Sollten Sie sich kooperativ mit mir erweisen? Klar willst du mir helfen. Was soll ich machen? Und jetzt noch viel interessanter für mich, was würde es mir bringen?
Nun ja, das ist viel interessanter, also fangen wir doch damit an. Ich weiß, wer das Kind im Endeffekt bekommen hat, nachdem der Prozess geendet ist gegen Sie und Ihnen das Kind abgenommen wurde. Ihr Kind. Und ich würde auch behaupten, dass nun ja, die Zeichen doch sehr drauf sprechen, dass das ein gekanntes Spiel war. Und ich Also würde ich. sagen, ich war am Grab und habe ihren neuen Familiennamen gelesen. Kann im Telefonbuch gucken. Sie wollen also nicht mehr Informationen von mir dann in diesem Sinne. Ich will Köpfe rollen sehen. So. Und das können Sie so einfach. Nein. Aber. Moment, darf ich ganz kurz nochmal OT, weil du hattest nicht gesagt, dass die unter richtigen Namen dort beerdigt ist. Also nicht unter Makarov-Namen natürlich, aber auch nicht unter dem Ja, Familiennamen von den. das ist ja klar, wenn das so gerecht entzogen wird, dann kriegt ihr das Kind den neuen Familiennamen. Okay. Aber im Telefonbuch steht nicht jeder, ne? Und nicht jeder kann sich besonders gut in der Matrix orientieren, sagen wir es mal so. Gut, ja, ich verstehe schon. Das wäre der zweite Anlaufpunkt gewesen. Ah gut, back in time. Sie wollen Köpfe, aber Sie wissen nicht, wie Sie drankommen. Sie können ja gerne versuchen, rauszubekommen auf Ihr eigenes Gutdünken und dann wieder 14 bis 20 Jahre auf einen guten Zufall warten. In diesem Sinne soll ich Ihnen einen schönen Tag wünschen und Du unser Gespräch hiermit arroganter, beenden. dreckiger Scheißwichser. Ich Du möchte Ihnen kommst helfen. nach 10 Jahren an. Pass auf. Was soll ich machen und was kriege ich dafür? Was Sie dafür kriegen, ist relativ simpel. Den wahren Namen und die wahre Adresse von den Leuten, die Sie, naja, abgezogen haben. Kann man das so sagen? Scheißegal, nein, fuck, die interessieren mich nicht. Ich Sondern. meine, dieser dreckige Scheißwichser, dieser verfickte Kackarzt, dieser miese, nachdem wir dort waren, hat diese ganze Kacke angefangen. Die haben mein Kind bloß aufgenommen. Können die was dafür? Keine Ahnung. Nein, Quatsch, ich will seinen hässlichen Scheißkopf unter meiner Sohle. Dem Doktor seinen Kopf? Wessen Kopf? Na hier, dieser. Ich hab doch diesen Wisch bekommen, der stand da drauf keine Ahnung, wie das genau war, Outgame. Nachdem die aber diese Kind hier Vorsorgeuntersuchung, bla bla bla, der Doktor hat ja quasi gemeldet, Junge, 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 also die tut dem Kind nicht gut und hat dann quasi als Zeuge ausgesagt vor Gericht und durch den ist quasi wirklich erst das Ganze in Gang gekommen. Den meint sie vermutlich. Und wissen wir, wer das ist? Nee, oder? Ihr könnt sein, da steht in dem ganzen Scheiß, den ihr euch die Alte gegeben hat, steht das drin. Ah, das heißt, wir haben die Informationen. Richtig. Und ich habe ihn danach gesucht und er war nicht mehr in seiner Kackpraxis und ich habe ihn nicht gefunden. Hast du den? Ja, den haben wir in der Tat. Okay, ich mache alles, was du willst, mir scheißegal. Moment. Was sollte ich von der Familie wollen? Die wollten Keine ein Kind Ahnung. und haben eins bekommen. Nein, 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 nein. Warum sollte ich was von ihnen wollen? Naja, das Kind ist einfach so anschließend weggekommen, nachdem es durch seine Erwachungsphase gegangen ist. Wie weggekommen? Wollen Sie die ganze Geschichte, Frau Makarow? Kriege ich die Oder wollen ganze Sie noch? Geschichte? Das kommt ganz drauf an, wie Sie mit mir kooperieren. Ich meine, ich möchte Ihnen nichts Böses. Was ich von Ihnen verlangen werde, da lassen wir uns nochmal drauf ein. Aber im Endeffekt möchte ich eins klarstellen. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu schaden. Ganz im Gegenteil, ich tue Ihnen einen Gefallen. Du Natürlich bist nicht aber auch ohne. nicht hier, um mir einen Gefallen zu tun, sondern weil du was willst. Und pass auf, Ja. du kriegst es. Das ist sehr schön. Also haben wir schon mal ein Mutual Agreement, wie man so schön sagen würde, nicht wahr? Hä? Sie haben, was ich möchte. Ich habe, was Sie möchten. Also, ja. Also. Wunderbare Sache. Und was ich nicht möchte, ist, dass Sie, bevor ich bekomme, was ich möchte, in den Knast wandern durch irgendwelche Scheißaktionen. Deswegen werde ich Ihnen jetzt an dieser Stelle keinerlei Namen oder dergleichen geben. Können Sie das verstehen? Das war mir absolut klar. Wunderbar. Dann haben wir ein Verständnis an der Stelle schon mal. Freut mich. Gut. Also, was wir Ihnen anbieten können, ist, wie gesagt, der Name des Doktors sowie der Familie sowie die ganze Geschichte. Wir haben die kompletten Akten. Gebongt. Okay, gut. Dann würde ich doch vorschlagen, werde ich mich mit meinen Partnern kurz schließen
und mich dann in einer geringen Zeit nochmals bei Ihnen melden, um zu schauen, wie Sie uns genau behilflich sein können. Klar. Ist das okay für Sie? Also, bleiben Sie am Telefon in der Nähe und warten Sie auf meinen nächsten Anruf. Auf Wiederhören. Klick. Gut. Schön. Ach so, du wirst dir immer mal wieder das Mark dich rebooten und das Mark neu setzen, ja, in irgendwelchen Abständen, nehme ich an. Das ist ja, sie wird nach Hause gehen und sie wird richtig ordentlich losfledden. Und zwar richtig die geile katatonische Scheiße, Junge. So viel Kleenex kann es gar nicht geben. Vermutlich hat die gerade 4 Zwerge in diesem Ghetto ertrunken durch ihr Geheule. Das macht doch jetzt nicht so Vorurteilscheiße, die armen Trollin, Alter. Wieso denn? Ist doch keine Vorurteile. Mir tut die eigentlich leid und eigentlich will Billy ihr tatsächlich helfen, um Junge, Alter, die ist am Ende, Alter. Die hat sich mit der Geschichte so halb abgeschlossen, jetzt kommst du damit an, die ist durch, die ist, also... Du kannst mir nicht erzählen, Junge. Dass eine Mutter jemals damit abschließt, wenn ihre Tochter wegkommen würde oder ihr Kind. Nee, ich meine, sein. Es ist nicht mehr so, dass sie jeden Tag mehr als 10-mal dran denkt, weißt du? Ja, wahrscheinlich noch alle Kinder auf dem, das Bild vom Kind auf dem Nachttisch stehen und jeden Morgen und Abend dafür beten oder dass sie irgendwas. Und dann noch jeden Tag oder jeden Arbeitstag mit dieser anderen dreckigen Rassistin und irgendwann, ja. Junge. Also, so viel zum Thema abgeschlossen hier, ne? Also ja, im Verhältnis. Es ist, du wirst mir aber zustimmen, es ist was anderes, wenn nach über 10 Jahren oder was es genau war, jetzt nochmal jemand sagt, und hier, ich hab dein Kind, und dann, oh, es ist tot. Also da ist nochmal ein größeres Aufwühlen. Du guckst nicht genug amerikanisches Fernsehen, wenn irgendwelche Fernsehsender sich dann mit den Eltern treffen, die vor 30 Jahren mal ins Glas gewichst haben, um halt ein Kind herzustellen, und dann haben sie es doch hergegeben. Und dann das treffen ist mir alles klar, aber ich meine, was ich meinte war, es ist jetzt nochmal viel aufgewühlter als vorher. Ja, ja, klar. Dass es der nicht zwingend so egal war, dass das alles so passiert ist, das ist mir bewusst. Was für ein dummes Gesicht würde ich machen, wenn jetzt hier jemand ankommt und sagt, hier, hör mal zu, das ist deine Tochter. Oder, das kann nicht sein, ich hatte noch nie in meinem Leben Sex. Nein. Ja, gut. Sehen Sie, hier ist mein männliches Jungfernhäutchen. Nein, ich bin nicht der Vater. Noch vorne die Kappe drauf. Noch original, ja. Vakuum verpackt, weißt du? Was steht auf dem Grab einer Jungfrau? Ungeöffnet zurück, natürlich. nee, vergiss es. Vollkommen okay. Nee, ist es nicht. Warte doch. Nee, war super. Ist es gar nicht. Einfach nur traurig. Gut, also. Jetzt habe ich tolle Informationen, dass ich nämlich, also Jojo beweisen kann im Endeffekt, dass ich recht habe, dass die Makarov total abfahren wird. Ja, das hat sie ja nie bestritten. Ja doch, die hat gesagt, dass sie sich nicht sicher ist, dass sie überhaupt noch interessiert. Nee, also ich kann mich nur erinnern, dass sie sagte, dass es nicht klug ist, ihr zu sagen, sie soll irgendwas machen, sondern nur, dass sie eher wegschauen soll. Aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Also ich denke, wir kriegen von der jetzt alles. Zum Beispiel, dass die uns die Tür aufmacht, die Hintertür auf Zuruf. Ach, das erinnert mich dran. Spielleiter, ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich mir eine Skimaske holen werde, den ich zum Beanie hochrollen kann. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ein Beanie ist? Nein. Moment, ich google es dir. Ah, ich bin der schlechteste Spielleiter der Welt. Ich kenne mal auch nichts. Beanie-Mützen. Ah, da, okay, gefunden. Ja, easy, kein Ding. So, weißt du, die... Ja, klar. Kann man doch so schön... Also, so Skimasken kannst du dann so hochrollen. Sieht halt so typisch dann aus wie, was weiß ich, wie es halt ein Beanie, ne? Ja. Aber die Skimaske halt. Und irgendwelche Hipster tragen das auch im Hochsommer, das passt schon. Ja, nicht diese Hipster-Skimasken, sondern ich meine ganz... Also, auch nicht. Halt auf jeden Fall so eine, die schwarz ist, mit Augenaussparungen und die man hochrollt. So eine Skimaske halt, weißt du? Naja, das weiß ich. Die ich halt so hochroll wie zum Beanie, damit ich halt so richtig aussehe wie eine Get-Like-Verbrecherin. Gut. Eine Verbrecherin mit modischem Geschmack. Richtig. Nur, dass wenn wir da reingehen, dass ich eine Gesichtsschutz drauf hab. Ja. Gut. Das wollte ich noch hier gesagt haben. Und ansonsten, keine Ahnung, ob wir hier jetzt weitermachen oder nicht. Ja, es wäre ja jetzt schon quasi Montagnacht. Falls ihr noch richtig was Großartiges vorhabt, wäre das, glaube ich, ungünstig. Jo. Wenn ihr da am Samstag rein... Ich weiß es ja nicht genau, was ihr genau habt, aber... Und die großartige Mega-Hacking-Action hat man ja jetzt schon mit dem Host. Jo. Da gibt's eigentlich nichts mehr groß zu hacken. Richtig.
Außer Julius Kopf, damit die was macht, was du sagst. Jo, stimmt. Aber es sei denn, man könnte jetzt höchstens noch, dass ich doch mal in den Host versuche zu kommen und mir einen Sprite reinkompiliere, der mir zum Schluss die Kameras und alle Sicherheits-Interior-Things gedönst. Das vielleicht das Sprite fliegt ja nach einer Zeit auch auf, weil sein Dings ja, sein Overwatch-Score ja auch steigt, wenn er was Illegales gemacht hat. Ja, das soll ja aber da drin erstmal nur warten. Das ist ja das Ding. Wie quasi ein Samen, der sprießt irgendwann zum Tag X. So, das ist eher wie eine Zeitbombe eventuell. Bin mir nicht sicher, ob das geht. Das kommt auf dich an, nicht auf mich. Gut, dann nicht. Nee, ansonsten habe ich gar nichts mehr. Sagen wir es mal so, es geht einfacher mit Makarov. Ich denke... Also wenn du ein Sprite offen, geht das? Klar. Wenn du ein Sprite zum Beispiel auf ihr Comlink lädst und sie ja dann dort Zugriff hat und der sich dann einfach weiter, einen Schritt weiter geht, ich glaube, das wäre einfacher. Jo, ich denke auch. Also wenn wir die Makarov da haben, wenn wir sie einfach... die Idee ist halt folgende, die Makarov, das kannst du ja an Jojo weitertragen. Also an Flumi weitertragen. Die Makarov wird im Endeffekt von uns mit den Daten versorgt. Die werden zurückgelegt für sie in sichere Box. Das kann ich noch mit ihr absprechen dann. Zum Tag X, die Makarov macht uns die Tür auf, lässt sich von uns nicht ausnocken, aber halt fesseln, sodass auf sie kein Verdacht fällt. Wir wissen dann, dass sie schon mal nicht ins Lagerhaus gehen wird. Wir aber Zugriff auf den Comlink haben und somit auf sämtliche Überwachungstechnik im Gebäude. Und wir haben genug Zeit im Lagerhaus quasi zu gucken, was abgeht. Und falls jemand die Makarov kontaktiert, hätten wir ihren Comlink zu wissen, dass jetzt was kommt. Kabams. 20 Minuten. Easy. Easy. Gut. Warum waren wir dann in der Kanalisation? Ach, für den Notlichtplan. Ne? Notlichtplan? Na, Licht aus, Strom aus. Ach so, ja, cool, richtig, ja. Den Way-Out-Plan, cool. Und ich meine, wenn es dunkel wird, kommt der Buhmann. Der wer? Der Buhmann. Der Buhmann, das bin doch ich. Ich bin doch immer der Buhmann. Ach so, okay. Na, siehst du, wenn es dunkel wird, dann kommt Düse und dann macht der einfach nur alle kaputt. Mit dem 16 cm Horse. Mit seinem kleinen Kümmerling, meinst du? Kümmerling, Dingeding. Schön. Du musst ja nicht immer von anderen auf dich schließen, ne? Ach nee, das war umgekehrt. Alter, kriegst du heute was hin oder eher nicht? Nee. Ich merke schon, gemacht. Schön. Nee, dann denke ich, war das Billys Action jetzt. Ja, wo wollt ihr denn? Was macht ihr denn? Wieso denn? Keine Ahnung. Zu Hause sein und irgendwann Billy anrufen. Ja, so irgendwann ist eine relativ schlechte Zeitangabe. How deep is your dick? Is your dick? Wenn's Dings wann hat sie mit der Makarov gequatscht? Montag zu Dienstag. Von Montag nach Dienstag, okay. Nee, von Sonntag nach Montag. Ich dachte nämlich auch von Sonntag nach Montag. Ach, war es von Sonntag nach Montag? Ja, ich dachte. Direkt nach der Arbeit, wie sie es gehört. Also nee, nicht direkt nach der Arbeit, aber... Das passt nämlich sehr gut. Da kommt nämlich irgendwann Montagmittag ein Anruf. Bei wem? Vor allem, liebster Spielgeleiter, da hatten wir nicht ausgemacht, dass wir einen Klingelton hatten für Anrufe, wenn ja, die Dinger rappappeln. Ja, ich habe auch die ganze Zeit drauf gewartet, danke. Ich auch, danke. Nochmal. Tut mir sehr leid, ich muss noch mein Zeug holen. Was für Zeug? Meine Zettel hier. So, pass auf, okay. Also, Düs bei dir. Yay, mein Comlink rappappelt, hallo? Hallo? Huch. Ja. Wer bist du denn? Die Elfriede. Elfriede, wo ist das Bohnenwachs? Hallo Elfriede, was machst du denn hier? Dir dein Haustier zurückgeben wollen. Was? Na, dein American Staffordshire. Du bist merkwürdig. Wieso? Von was reden wir gerade? Ich habe ihm jetzt den neuen Maulkorb verpasst. Wir können uns jetzt treffen und dann gebe ich dir dieses Mistvieh zurück. Aha, okay. Ah, ich glaube, ich weiß, von was du redest. Ja, das ist gut. Warum klingst du so verschlafen? Weil ich verschlafen bin. Ich war die ganze Nacht wach. Dann hast du bestimmt ganz viele Augenringe. Ich habe nie Augenringe. Es fällt dir ein. Entschuldigung. Frechheit. Ich habe doch keine Augenringe. Weiß ich nicht. Guck mal nach. Nee. Doch, nicht. Du hast Augenringe, aber vielleicht ist das auch die Comlink-Kamera.
Das ist dein schlechtes Comlink. Mein schlechtes Comlink? Ja, so scheiße dein ist mein Comlink gar doch. Nicht. Nein, ist es nicht. Dann hast du wieder auf die Linse vorne drauf getatscht oder so irgendwas. Hm. Warte. Du siehst gerade einen Ärmel, der über die Kamera dingst. Billy hat keine Augenringe mehr. Oh, es war tatsächlich meine Linse. Siehste? Habe ich doch gesagt. Aber du kriegst einen Pickel auf der Stirn. Boah, hörst du jetzt auf, Mensch. Was ist denn jetzt los hier? Entschuldigung, ich bin gerade auf Krawall gebürstet. Ich sehe es gerade. Du gehörst mal wieder gebürstet, das ist es, was fehlt. Hä? Ja, vergiss es. Was ist denn los? Ich bin na, müde. Dein Spotter-Terrier. Ich komme vorbei und hole mein Hundi ab. Ja, komm vorbei und hol dein Hundi ab. Yay. Los, das Vieh kratzt, beißt und will zu Mami. Kratz doch. Seit wann kratzen denn meine Stafford-Terriers, Hass? Geht doch gar nicht. Weiß ich nicht, der hat irgendwie so Katzenavancen. Pussy. Ja, er. Genau, nicht ich. Ah ja, gut. Nee, dann ich setz mich, ich komm. Alles klar, bis gleich, Schnucki. Tschüss. Tschüssen. Ah, ich wollte schon fragen, ob ich heute noch hinkriegt. Ich muss mir das irgendwann mal auf die Numpads legen, glaube ich. Numpads, das hört sich irgendwie nach thailändischer Versautheit an. Das ist auch genau das, was ich meinte, mein Freund. Thailändische Versautheit ist was Geiles. Okay. Das klingt absolut. Ja. Okay. Ja. Awkward? Nee. Hallo! Hallo! Komm rein, das Vieh bellt. Sieht hier wieder aus. So, sie zieht dich rein, macht die Tür zu, holt eine Flasche Fanta und eine Tüte Marshmallows für sich selbst. Eine Tüte Marshmallows? Wieso? Was ist denn mit deiner Marshmallow-Maschine passiert? Mit meiner Marshmallow-Maschine ist gar nichts passiert. Aber ich hatte noch, also ich habe letztens so Bock gehabt, verschiedene Marshmallows zu haben, also mit verschiedenen Formen. Und nachdem ich einmal die ganze Brust zerstört, also ich habe ja immer hier einen Zufallsgenerator drin. Ich hatte letztens die Serie Brüste von Berühmtheiten. Die sind aber jetzt durch. Und jetzt habe ich irgendwie Comicfiguren aus, irgendwie so ganz komische neue Comicfiguren von Serien, die ich nicht kenne. Das ist ganz komisch. Also keine alten Serien, sondern irgendwie ganz neue Serien. Und hier, was soll das sein? Keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das irgendwie eine Mischung aus, ich glaube, das ist ein Krokofant, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ein Krokofant. Bist du nicht sicher, dass es sich um den Durchfallmann handelt? Nein, ich bin mir nicht sicher. Es könnten auch berühmte YouTube-Videos sein oder YouTube-Stars. Wobei, nee, das hatte ich auch erst vor kurzem. Egal. Merkwürdig, was deine Maschine ist, die so alles macht. Ja, vielleicht hat sich da auch einer von deinen Kumpels eingenistet. Ich sollte mich da mal drum kümmern, die Tage. Ich find's ja nicht schlimm. Ich meine, es ist sehr fantasievoll, aber... Herbs habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht ist der in dem Ding mittlerweile drin. Das könnte auch sein. Who knows? Ich jedenfalls gut, hier habe ich das gute Stück übrigens. Dankeschön. Das ist ja schick. Ja, ich habe sie dir ein bisschen zurecht gemacht. Das sieht ja toll aus. Ich hoffe, aus. Weinrot gefällt dir. Ja, Pink wäre natürlich noch besser gewesen, aber... Ah, pass auf. Achtung. Die, macht was auf ihrem Comlink. Pink! Ist ja awesome. Wie hast du das also denn also nur gemacht? Der Griff, aber... Ah ja, klar, also. Wäre komisch. Kann man die auch Tarnfarbe einstellen? Tarnmuster, ja. Aber der in dem Hintergrund anpassen kann die sich nicht. Too bad. Na gut, macht ja auch nichts. Das ist aber cool. Dankeschön, voll nett. Kriegst du noch was dafür? Jetzt habe ich mir schon abgezogen, oder? Nur das, was wir ausgemacht hatten. Ja, okay, gut. Das habe ich mir schon abgestrichen. Gut. Dann kannst du dir das hier aufstreichen. Was? Ja, nö, cool. Das Aufstreichen ist ja nichts. Das ist nur Material und so. Gut. Gut. Du, hör mal. Was denn? Ich habe mit der Makarov telefoniert. Oh, erzähl.
Oh, gibt's nicht viel zu sagen. Die Alte ist ausgetickt komplett. Also eigentlich fast, wie ich mir gedacht habe, dass die schon drauf erpicht ist, rauszubekommen, was mit ihrer Tochter war oder ist. Also ich habe ihr gesagt, dass er tot ist, dass er auf dem Friedhof liegt und dass wir alle anderen Informationen haben. Und dann ist die erstmal, ja, die ist ausgetickt, saß dann nach dem im Knast quasi. Okay. Und dann habe ich nochmal mit ihr gesprochen, nachdem sie raus ist. Und sie hat gesagt, sie möchte die ganzen Daten haben. Also sprich, sie möchte wissen, wer der Doktor, den Doktor möchte sie vor allem haben. Und dafür macht sie alles. Alles. Was weiß ich, also. Easy. Nö. Dann sagen wir ja einfach, sie sollen für eine halbe Stunde oder so nicht in den Lagerraum reinkommen und dann sind wir gut. Und wie willst du dir sagen, dass er für eine halbe Stunde nicht in den Lagerraum reinkommen soll? Dann müssen wir eine genaue Zeit ausmachen, oder? Richtig, da müssen wir halt zeitlich planen. Ja, das müssen wir sowieso. Siehst du? Ja. Aber meinst du nicht, dass die uns gleich noch die Tür aufmachen kann? Nee, würde ich nicht machen. Okay. Weil, wenn die uns die Tür aufmachen muss, dann, naja, also ich sag mal, dafür, dass sie mal eine längere Pause macht oder sowas, weißt du, dafür findet sie halt eine Ausrede irgendwie, von wegen Kippe, Klo, was auch immer, weißt du, saß mal einer quer, was weiß ich. Aber naja, ich meine, eine Ausrede dafür zu finden, dass sie uns die Tür aufmacht, außerdem will ich nicht, dass sie uns sieht. Und überhaupt ist viel schwieriger zu finden, weißt du? Und dann ist sie auf jeden Fall ihr Job los. Deswegen ist es doch viel einfacher, wenn wir ihr die Möglichkeit geben für eine Ausrede und dann einfach sagen, hier, keine Na, Ahnung. was ich mir halt überlegt hatte, war vom Prinzip hinzugehen und ob vielleicht dann halt nicht die Tür aufmachen lassen, sondern dass wir sie nicht ausnocken im Sinne von wirklich ausnocken, sondern halt, dass wir sie, ja, rausnehmen aus dem ganzen Spaß, dass die jetzt überhaupt gar nicht auf die Idee kommt, ins Lager auszurennen. Also sprich, dass wir Absprachen mit ihr treffen, dass wir sie draußen treffen und dann fesseln, sodass sie quasi überhaupt gar nicht erst in die Situation kommt, vom Arbeitgeber irgendwie gefickt zu werden, Würde dadurch, ich dass er halt nicht ausgenommen. machen. Und außerdem hätten wir dann ihren Comlink, den wir brauchen, damit ich auf den Host gut draufkomme. Weißt du, das ist so meine Hauptsorge momentan, sag ich mal. Naja, das Blöde ist nur, also ich tue mich ein bisschen schwer damit, sie wirklich zu fesseln oder was weiß ich, weil sonst heißt es nämlich, also wenn irgendwas schief geht, keine Ahnung. Können wir ihr ja immer noch die Möglichkeit lassen, na, wobei selbst das würde ich nicht machen, aber naja, dass wir überhaupt nicht erst irgendwie es aufkommen lassen, dass sie, dass der Arbeitgeber oder irgendwer anders sie ruft, komm mal vorbei und sie kommt nicht. Oder irgendwas anderes, weißt du? Dieses komm mal her und irgendwie dann mal zu sagen, wenn ihr irgendjemand sagt, hol mal das und das aus dem Lager und sie braucht vielleicht ein kleines bisschen länger dafür und findet dann eine gute Ausrede, weshalb sie ein bisschen länger dafür braucht. Das ist das eine, aber irgendwie sie wirklich zu fesseln und dann soll sie irgendwo hinkommen und das kann sie dann nicht und dann fallen wir auf nach 5 Minuten, weil wir ein bisschen Pech haben, weißt du, das ist irgendwie scheiße. Also ich weiß nicht, das ist 50-50 Chance. Es kann in die Richtung schief oder in die andere Richtung schief gehen. Denke ich doch mal. Ja, aber ich will ehrlich gesagt eigentlich sie gar nicht sehen und auch gar nicht, dass sie uns sieht. Wenn es geht, Nee. möchte ich eigentlich, dass uns niemand sieht. Wir haben doch die Masken sowieso auf und sieht doch eh keinen Schwanz. Und die Kameras, wie gesagt, Ja, aber sie wenn würde ich. unsere Stimme hören. Wir müssten mit ihr reden, sie würde unsere Stimme hören. Und? Also die Stimme? Und dann, also keine Ahnung, aber ich weiß nicht, ich finde, das ist alles zu viel und zu. Sie dann noch, keine Ahnung, also ich sag mal, wenn es ganz hart kommt, ich weiß nicht, gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit für dich auf den Host zu kommen oder brauchst du unbedingt ihr Comlink dafür? Im Zweifel Na. können wir da immer noch irgendwie sagen, dann lass das mal irgendwie, verlier's mal aus Versehen im Lagerhaus oder so, weißt du? Na, okay, das wäre eine Möglichkeit. Allerdings auch wieder Gefahr, dass wir dann, keine Aber dann ist Ahnung, sie das. halt, also ich sag mal, dann, selbst wenn wir das Comlink haben, weißt du? Und dann, ich weiß auch nicht, ob die da den Weg verfolgen können von dem blöden Comlink oder wie auch immer die da drauf zugreifen können, das weiß ich nicht. Was Und denn? das Ich Zweite ist, wenn wir brauchen ja eine bestimmte Zeit und. Der Comlink kann doch bei ihr bleiben. Ich brauche doch einfach nur Marks drauf. Ach so. Düs? Wozu brauchst du die? Hatten wir irgendwas gelabert Hm? nochmal? Du hattest doch gesagt, dass ich nicht auf den Host mehr draufkomme, logischerweise momentan gerade, weil er der Zugang
gesperrt ist quasi, also beziehungsweise meine Marks sind ja weg, ganz normal, die ich mir geholt hatte. Und zweitens hatte ich gesagt, dass ich noch den Zugriffscode hatte und dann hattest du gesagt, ja, das ist eine Drohne, die im Lagerhaus ist, die Sachen umfahren kann. Ach so, warte mal, pass auf, du hast den Zugangscode mit der Drohne. Jo. Das war von der Nachricht, wo ihr in dem Laden gehackt habt. Jo. Und du hast noch den Host-Zugang von dem Mitarbeiter aus dem Laden, der hat halt nicht bloß so viele Rechte. Du kannst aber dich damit noch einloggen und dir dort weitere Rechte erhacken. Also Kameras im Wesentlichen, weil die Türen sind ja eh mit Extraschlössern, die nicht dort, ne? Türen sind nicht meine Baustelle, ganz klar. Also sagst du, ich brauche gar keinen Comlink von der Makarov? Nö. Nö, ich brauche ihn oder nö, ich brauche ihn nicht. Du brauchst keins. Aha, okay. Na, dann brauche ich keins. Dann war das natürlich jetzt Schwachsinn, was ich gerade alles gelabert habe. Ne? Das ist ja nicht so schlimm. Ja, du bist verschlafen. Ja, wieder mal. Dann, keine Ahnung, müssen wir nicht mal in die Kanalisation rein, ne? Sondern wir gehen einfach nur zur Tür, machen uns die Tür auf. Ich hack mir vorher die Kameras auf. Die Kanalisation ist präpariert, sag ich mal. Also wenn alles schief geht, dann kann ich da noch die Leitung kappen. Mayhem. Aber Fluchtweg. Genau, darüber müssen wir uns ja jetzt nochmal Gedanken machen. Liebster Spielleiter, wärst du so freundlich? Gibt's schon einen Co-Sketch, beziehungsweise kannst du uns da den Plan nochmal reinladen? Bitte, bitte. Ist passiert, gerade nebenbei. Link ist unten im TS. Mhm. Wunderprächtig. Okay, bei der blöden Tür wussten wir ja noch nicht, also bei dieser Ausgangstür da, ob die jetzt alarmgesichert war oder nicht, ne? Wussten wir das oder wussten wir das nicht? Welche jetzt? Die Tür hinten. Die kleine Hintertür. Alter, manchmal sollte ich vielleicht mitschreiben. Hm? Ich sage, sie ist es. Okay, kommt man an, also jetzt erfahrungsgemäß, charaktererfahrungsgemäß an solche Alarmsysteme von außen ran oder muss man das, kann man das nur von innen? Also MacGyver kann das von außen. Ja, gut, also können und wir MacJojo das. MacJojo auch. Ach, MacJojo auch, okay. Ja, MacJojo ist doch MacGyver, oder? Ja, noch nicht ganz. Dafür ist sie noch nicht ganz gut. Du hast den MacGyver-Vorteil, du bist MacGyver, fertig. Okay. Du kriegst auch die MacGyver-Bitch, wenn du sie willst. Echt? Der Billy ist doch MacGyver-Bitch, dachte ich. Aber du willst doch, dass mal eine andere als MacGyver, also komm, das richtig. Das ist richtig. MacGyver hat entweder immer eine andere Gyver-Bitch oder ein Kind. Dürfen wir mal gerade mal kurz einen Punkt auf den Tisch legen, dass MacGyver niemals Waffen benutzt? Außer in der allerersten Folge, da schießt er sogar. Oh, der sprengt mal ganze Familien weg, aber. Was Jojo benutzt, sind ja auch keine Waffen, das sind ja eher Konfetti-Kanonen. Jojo benutzt nur Spielzeuge. Ja. Das sag mal dem Spikes-Typen, den hole ich immer wieder gerne raus. Oder den Fleischer, der kein Arm mehr jetzt hat. Welcher von den fünf? Ja. Also der ohne Arm, also der, den du so... Ich habe erst überlegt, ob ich McCabe in den Griff machen soll, aber das habe ich dann doch gelassen. Ja, ist zum Schluss die ganze Knarre versaut, Mensch. Ja, eben. Kannst, ist ja irgendwann kein Platz mehr da, das geht ja nicht. Nee, dann, weiß nicht, sollen wir uns über den Fluchtweg mit Ficky unterhalten? Oder? Ja. Das einzige Problem, was wir noch haben, ist da die Kamera, aber um die müsstest du dich dann vielleicht kümmern. Kamera mache ich, ganz sicher. Genau, Kamera machst du, okay. Was ist denn eigentlich da an der Hintertür? Ist da Straße oder was ist da? Nee, da ist keine Straße. Überall drumrum ist Straße, doch. Ich habe das bloß riesig groß gemacht. Das ist quasi das schwarze Viereck um das Ding rum, da ist die Straße auch. Wir waren sind da übrigens keine Kameras, ne? Was? Ach doch, da an dem Zaun, Entschuldigung. Die Kreise sind Kameras, dachte ich. Und diese Vierecke mit den Dingsbums sind Lichter. Ich kann auch meinen eigenen Plan lesen. Mhm. Genau, und das P ist übrigens ein Parkplatz. Ach so, krass. Das ist ein P. Genau. Ganz kurz. Das steht nicht für Pimmel oder Penis oder Pansen. Sondern für Brüste, Entschuldigung. Brüste? Hm. Genau, okay. Wir sind da ja auch drum rumgefahren, haben uns das ja angeguckt. Da, wo die Hintertür ist, der Zaun, beziehungsweise die Straße, wie viel war da immer los? Beziehungsweise kann man es da dingsen, da einzukommen oder gucken da von allen Seiten irgendwelche Leute drauf, weil da gegenüber irgendwas Fressstand ist oder sowas? Wenn ihr nicht gerade zur Hauptumschlagszeit von Menschenmaterial kommt, ist das okay. Alles klar. Es kann vorkommen, aber ja.
Ja gut, rechnen muss man mit sowas immer. Okay. Es gibt genau, zumindest gibt es niemanden, der dort rumhängt als solches. Okay, und wenn ich mich recht entsinne, dann war das mit dem Zaun auch so, dass man da, was war denn da nochmal, war da Strom oben dran oder wie war denn das? Nee, Stacheldraht. Stacheldraht oben dran, okay. Das heißt, mit Geschick könnte man rüberklettern, wenn man die einfachere Variante nimmt, nimmt man Variante Drahtschere, ja? Also und sagen wir es mal so, Jojo hat ja den Kletternskill auf 70, die sollte drüber klettern. Billy kann sich ja durchschneiden. Okay, beziehungsweise auch nur unten so ein Stück, dass man einfach so unten durchkommt. Ja, wenn du dich unbedingt im Dreck wälzen willst, wie immer, kannst du auch unten durch. Ich mag's Moment, dreckig. Billy ist die, die im Dreck liegt, bitte, ja, und VR geht. Nach wie vor. Hockt. Du hast mich mehrmals berichtigt, hockt. Richtig, hockt. In der Hocke, wie beim Pipi machen. Ich wollte schon sagen, sie kann ja so tun, als müsste sie pieseln. Ich mag das Wort pieseln übrigens. Pieseln. Jo. Gut. Das genau, genau. Und was ich jetzt noch fragen wollte, ist dieses VE Pro W Tab Bla Gedöse, was auch immer das sein soll. Was war das? War das die Fertigungsanlage oder was ist das? Naja, das ist im Wesentlichen bloß die Fertigungshalle und das W Tab, habe ich mich geirrt, kannst ignorieren. Okay. Gut. Dann, das sieht eigentlich schon mal gut aus. Wenn wir das von da hinten machen und dann. Vielleicht sogar am Anfang möglichst, also die Kamera, die hat nur, die strahlt nach innen, nicht wahr? Also die hat dann nur das Gelände im Kopf. Das heißt, das hieße, wenn wir uns, nee, wobei, das ist nicht so klug, das da zu machen. Normalerweise solche Kameras zielen nicht nur ins Gelände, sondern auch auf alles auch herumfahrende auch. Aber das dürfen die doch nicht. Es sind Kreise, weil sie sich drehen. Okay, gut. Hervorragend oder auch nicht. Okay, dann können wir eigentlich schon... Weil da hinten standen ja eigentlich, als wir da waren, stand eigentlich niemand, oder? An der Hintertür? War da irgendwie? Waren da Leute? Nee, da war nie irgendwas. Okay. Auch kein Aschenbecher oder sowas. Was für eine Hintertür eigentlich? Ja, diese kleine rote. Ach, da wo der Pfeil jetzt quasi ist. Genau, da, das war doch diese kleine rote Hintertür, die es gab. Mhm. Die kleine rote Hintertür. Genau, der Notausgang direkt. Quasi. Weil wir konnten ja nicht vorne durch die große Tür, weil da kam man ja nur durch, also A ist da ja alles und alles gut einsichtig und was auch immer. Und zum Zweiten war da ja irgendwie hier, ne, und so weiter und so fort. Aber wir sollten uns vielleicht mit Vicky, oder willst du erstmal ein bisschen schlafen? Nee, hol doch. Du kannst dich auch hier hinhauen und wir treffen uns dann heute Abend mit Vicky. Nee, ach Gott, lass fertig machen hier. Das passt schon. Ich hab auch Cola für dich. Und Fanta. Nee, keine Cola, danke. Fanta ist toll. Du hast mir doch schon eine Fanta-Flasche hingestellt, Mensch, Kind. Ah ja, stimmt. Du bist schon wieder so nervös wie ein Kolibri. Dein Herz bin ich nervös. Jawohl. Nein, ich bin nicht nervös. Natürlich. Ich bin nur voller Energie. Ich bin nicht nervös. Leg dir mal den Monitor an und guck mal, wie viel Herzschlag du gerade hast, Kind. Sie guckt, wie viel Herzschlag sie hat. Wie eine Babyratte. Ah. Siehst du? Das ist nur, weil ich klein bin. Hör auf, so viel Kaffee zu trinken. Das liegt nicht daran, dass du klein bist. Ich habe heute noch gar nicht so viel Kaffee getrunken. Ich habe nur eine Tasse getrunken heute Morgen. Ja, aber was für eine Tasse. Da stand der Löffel wahrscheinlich wieder drin. Das ist nur, weil mir Pulver ausgerutscht ist. Aber es hat sich noch alles aufgelöst. Ja, klar. Ich hatte keine Krümel unten drin. Nee, hat geknirscht bestimmt während dem Trinken zwischen den Zähnen, oder? Nein, ich hatte keine Krümel unten drin, aber vielleicht ist mir ein bisschen zu viel Zucker da reingekommen. Ach, weil Zucker der Kaffee noch? Ja, weil der Kaffee so eklig war, weil das ja viel zu viel war. Deswegen habe ich gedacht, ich tue ein bisschen mehr Zucker rein. Du, also, das ist immer sehr faszinierend mit dir, wie du versuchst, die Realität zu leugnen und mit deiner eigenen Wahrnehmung auszutauschen. Das ist schon... Ruf Vicky an, bitte. Ich dachte, du rufst Vicky an. Ach, ich ruf Vicky an? Natürlich. Wieso jetzt schon wieder ich? Meine Comlink. Weil du besser so mit dir kannst als ich. Das stimmt doch gar nicht. Vickys Comlink rapappelt. Hallo. Huhu. Du? Ja, bitte? Bist du frei? Oben oder unten rum? Ja. nein, dann wir nicht. Wir möchten uns gerne mit dir treffen. Mensch, hör doch auf, so doof zu sein, mir geht's nicht lecker. Nein, was ist denn los? Nix, mach doch nix. Soll ich dir was mitbringen? Danke. Ist schon alles okay. Unkraut vergeht ja nicht. Ich weiß nicht, Jojo, wo sollen wir uns denn treffen? Ich hab keine Ahnung. Jojost. Ah, ich hole jetzt Jojo in die Konferenz dazu, das ist doch blöd mit euch beiden immer da. Ihr Zicken.
Flummi ist gerade AFK, wie ich sehe. Jojo bemerkt gerade, dass ihre Blase von diesem Kaffee so minimal gefüllt ist. So mehr Klasse. Als bis zum Rand. Deswegen Kaffee ist das sehr dringlich. Kaffee treibt ja bekannt. Okay, wo gehen wir denn hin? Wo treffen wir uns denn am besten, Vicky? Wir treffen uns im Subjeda. Alles klar. Und zwar dort. Sonst cool. Okay, gut, dann Dreiviertelstunde brauche ich oder so. Ja, das sollte bei uns auch passen. Ich weiß Wunderbar. Nicht, wie lange jetzt, vielleicht setzt die Alte jetzt noch einen Neger in die Pfanne oder so irgendwas, das kann ja auch dauern, ne? Hä? Ach, da bist du ja. Du bist auf Klo, du hörst das nicht. Genau. Aus dir gießen sich Strömen von verdautem Kaffee. Apropos Wassergeist. Genau. Gut, dann bis gleich. Jojos. Ja. Mach dich fertig. Wir gehen jetzt gleich los. Dreiviertelstunde soll mein Subjeder in Donskoi sein. Bin fertig. Okay, dann fahr los. Kannst du auch noch was essen dort, wenn du möchtest. Das ist gut, ich hab Hunger. Wie immer. Billy. Du geile Sau. Ich finde das so schön, wenn du so machst. Nee, pass auf. Und zwar, das war eine sehr gute Idee von euch. Du bemerkst irgendetwas Vertrautes noch in der Wohnung und ich hoffe, es bleibt es nicht auf der Aufnahme. Auf jeden Fall etwas Vertrautes in der Wohnung, irgendwie, also was Matrix-Vertrautes. Irgendwo hier ist noch irgendetwas, was dir wie so ein Schultypen, den du nach 10 Jahren wieder siehst, so in der Richtung vertraut. Perception. Sollst du das würfeln? Das musst du nicht würfeln. Okay, nö. Gut, wunderbar. Also es dauert schon ein bisschen, bis du dann tatsächlich in dem, Marshmallow Maker 3000X für kleine Menschen siehst, dass da... Was für kleine Menschen? Das ist die XXL-Variante. Ja, für kleine dich. Menschen mit einem großen Ego. Auf jeden Fall, genau, da ist Urbs bloß das. Urbs war ja eine Weile nicht da. Er hat offenbar seine Wachstumsphase woanders abgeschlossen, denn, also ich will nicht sagen, dass er jetzt irgendwie erwachsen scheint, aber er wirkt jugendlich. War ja früher eher auch so roboterartig, jetzt ist er irgendwie, ich sage mal, wunderschön. Kennst du von Futurama diesen Roboter, der eigentlich auf 4 Beinen läuft, weil er so eine römische Liege hat? Nee. Dekadenzroboter, na gut, egal. Nicht, wie hieß er irgendwas? Kali? Weiß ich nicht. Ist aber auch vollkommen irrelevant. Du musst dir vorstellen, du hast einen roboterartigen Thron mit 4 Beinen, auf das man sich fortbewegen kann und 4 Ärmchen, die relativ dünn sind, um ordentlich Nahrung aufzunehmen, denn darin sitzt ein unheimlich haariges, unheimlich fettes Ding, so richtig fett. Urbs hat also mindestens sein Körpergewicht vervierfacht, seine Größe aber nur um 20% gesteigert. Und schmatzt da gar fröhlich irgendwelche Daten, die halt mit, es sind nicht die Formendaten, sondern es sind die Mischungsdaten zum Teil von dem Zeug und sowas in der Richtung, da gibt es ja ganz viele Rezepte, bla. Sowas in der Richtung schnapphurpst er einfach. Aber er macht nichts kaputt bei Jojo. Sagen wir es mal so, das Ding zieht sich halt einmal in der Woche dann ein Update, weil irgendwelche Daten verloren gegangen sind, aber ansonsten ist okay. Es ist nichts Wichtiges, sagen wir es mal so. Du hast einen neuen Untermieter, Jojo. Hä? Was, hä? Was denn? Was für ein Untermieter? Urbs ist bei dir in der Maschine. Wir hatten tatsächlich recht, dass noch irgendwas nicht stimmt mit deiner Maschine. Oh. Urbs ist da. Okay. Also wenn die ab und zu mal komische Sachen macht, dann musst du mal mit Urbs reden, was er da wieder angestellt hat. Huhu, Urbs! Ist dick geworden. Ups. Ups. Ja. Magst du mitkommen, du, oder magst du im Ding bleiben? Mit einer Gemächlichkeit, die man mit nichts in der Welt vergleichen kann, bewegt sich Urbs, doch Faultiere, in deine Richtung. Also der Thron natürlich. Der Thron, ja. Ich habe ja das Bild gerade ins Teamspeak gepostet. Ich glaube, das war's, ihr meint, ne? Ja. Genau, das halt, ne, so richtig entspannt. Ja, ich lege ihn auf meinen Comlink dann, also sprich, lass ihn auf meinen Comlink. Gut. Ja, und dann machen sich die Mädels auf den Weg zum Subjeder, denke ich doch. Oder möchtest du noch irgendwas einpacken, Josten? Weiß nicht, ich bin durch.
Durch wie Also, immer. nein. Oh Mann, oh. Rattig. Nee. Nicht, ne? Nicht, ne? Gut. Dann gerade nicht. Los, oder? Mit deinem Auto? Ich bin mit dem Bumspulli da, aber... Klar, wir können auch mit meinem Auto fahren. Na, fährst du halt mal. Gut. Dann kann ich mich ja ausruhen. Das kannst du tun. Yay! So setze sie sich auf den Beifahrersitz. Sie setzt sich mit ihren vier Buchstaben auf den Beifahrersitz. Spielleiter? Gut. Na, ich weiß nicht, ob ihr noch was belabern wolltet. Wolltet ja nicht. Naja, okay. Wir sitzen im Auto jetzt, oder? Ist ja okay. Bist du uff? Während der Autofahrt, so ihr da noch nichts anderes, vorhabt, auf jeden Fall wird Folgendes passieren. Irbs wird sich mal so ein bisschen umgucken, was es hier für lustige Knoten gibt. Und immer mit einem Gesichtsausdruck des nicht lecker genug sich dann abwenden. Gelangweilt gar. Dann kommt ihr an. Und im Sobieda, da wird er natürlich richtig versuchen, Spaß zu haben und bei allen möglichen Knoten zu gucken, ob er was abstauben kann, denn da geht's um Essen. Und er hat offenbar seine Profession gefunden und die ist einfach nur Fressen. Ansonsten ist das Ding ganz gut gefüllt, vor allen Dingen mit Leuten, die bei Raputnik arbeiten, gern auch in Konzernuniform. Jüngere Leute vermutlich, das war doch die Zielgruppe jetzt. Jüngere Leute und auch viele junge Familien wegen des neuen Familiengutscheins. Füttere schon dein Baby mit widerlichem geilen, Scheißfraß. Kriegst 2 Nuyen erspart. Vielleicht geht Julia noch als Billys Tochter durch. Das könnte man zumindest probieren, ne? Und es riecht ein wenig anders. Es riecht jetzt ein wenig mehr nach Fastfood und ein bisschen weniger nach Mutti-Küche. Die Tische sind dafür deutlich sauberer. Sad story. Der Anfang vom Ende. Na, ich glaube, das ist schon Endgame, oder? Das ist ein Schrecken ohne Ende. Wusste, dass da nichts Gutes bei rauskommen kann. Tja. Was willst du machen? Zurück müssen wir uns ein neues Stammrestaurant jetzt suchen. Ich fürchte. Scheiß Idee. Ja. Wir mal noch was kriegen. Gut, wo ist denn Vicky? Ist sie noch nicht da? Ich sehe sie nicht, du? Nee, deswegen frage ich ja. Das, aber du kannst über die Leute gucken, ich kann nicht über die Leute gucken. Soll ich dich hochheben? Komm, wir setzen uns jetzt erstmal wohin, wo wir ein bisschen abseits sitzen, oder? Richtig, vorne. Hunger habe ich trotzdem. Ja. Ach, scheiße, da war ja was. Sinn. Müssen wir warten, bis Vicky da ist, dann bestellst du dir was. Ja. Auf dem Weg zu dem von euch präferierten Tisch seht ihr Vicky in der Nähe rumsitzen. Ihr habt sie deswegen nicht erkannt, weil sie ungeschminkt ist. Huch. Schon wieder. Der hat Falsen. Revelations. White Russian Revelations. Nein, du bist der Zauber ist vorbei, jetzt wo wir die Dings rausgehauen haben. Die Prequels. Wir gehen zu Vicky. Viva Vicky. Nein, eine lange Zeit hieß es Prima Victoria, aber das ist auch okay. Klo. Sieht ein bisschen wechseln aus, was ist los? Dasselbe wie letztes Mal ist ja gut. Du siehst aus, als hättest du heute 2 Stunden zu wenig im Laufrad verbracht. Das kommt auch ungefähr hin. Ich glaube, sie werden bald damit anfangen irgendwelche Hüpfburgen oder sowas in der Nähe zu installieren. Vielleicht hast du dann auch noch ein bisschen Spaß. Nee, auf Hüpfburg habe ich keine Lust. Achso. Neckt ihr euch schon wieder? Was? Ja, wir necken uns. Okay. Ich dachte, das ist gefordert. Ich dachte, ich soll mir den Stocker aus dem Arsch ziehen. Jetzt mache ich das und jetzt wieder verkehrt. Mann, ihr seid so... Wieso ihr? Ich habe doch nur gefragt. Wieso ihr? Ist alles gut. Nein. Nein, okay, es ist nicht Bahnhof. Alles gut. Das ist gar nichts gut. Okay, ich liebe das. Wollen wir uns jetzt irgendwie böse Blicke zuwerfen und dann wortlos gehen? Oder wollen wir erst noch eine Nein, wir machen das Gegenteil. Okay. Jojo setzt sich neben sie und gibt dir einen Schmatzer auf die Wange. Billy setzt sich auch hin. Sie möchte auch einen von dir, glaube ich. Nee, sie sieht ich gerade nicht so. Nicht so? Okay, gut. Ja, ist halt wie wenn die Oma zu Besuch kam und die dir einen Schmatzer auf die Wange gegeben hat. Nee, dann würde ich mir jetzt den Finger in den Mund stecken und die auf den Wangen rumreiben. Nein. Mit. Oh Gott, ich hätte das nicht sagen dürfen. Jetzt habe ich Lust dazu. Aufs Taschentuch rotzen. Ich habe eins, aber da ist Öl dran. Deswegen möchte sie das bestimmt nicht. Wieso trägt man ein Taschentuch mit Öl bei sich?
Weil ich letztens, also was heißt letztens, nein, eigentlich vorhin was sauber gemacht habe und irgendwie dann gerade keinen Bock hatte, das hinter mich zu schmeißen und dachte, ey, du ziehst dir gleich sowieso eine andere Hose an. Habe ich dann aber doch nicht mehr gemacht. Deswegen habe ich auch ein paar Ölflecken auf der Hose. Ach so, das ergibt so halbwegs Sinn. Siehst du, alles was ich tue, ergibt Sinn. Klar. Mhm. Genau. Wir dachten, wir updaten dich mal. Hm. Okay, aber ihr habt euch dann überlegt, dass das doch nicht so der gute Plan ist, oder? Doch, eigentlich ist der okay. Na dann, los geht's. Jojo holt das Ding, also schickt ihr das Ding quasi. Welches Ding? Nee, den Plan und Plan, nee, das hat sie ja alles, ne? Ja, ja. Naja. Also, Billy hat telefoniert und wir haben ich glaube, wir können die gute Dame dazu überreden, dass sie sagen wir mal uns ein oder zwei Gefallen tut, je nachdem, worum wir sie bitten. Ach, Grammatik ist heute so schwer. Irgendwie, das ist auch sowas, was ich jedes Mal von dir höre. Ja, weil es mir jedes Mal wieder auffällt. Ach so, ich dachte, die Grammatik wird jedes Mal schwerer. Nee, ich habe ja noch nichts getrunken. Das kommt erst im Laufe des, mit steigendem Alkoholpegel wird die Grammatik immer schwerer. Ach so. Ja, solltest du wissen. Bei mir wird dann immer bloß die Phonetik schwer. Das auch, ja, die Grammatik aber auch. Okay, ja, also die... Und die Umgebung wird rot. Die Umgebung wird... Okay, sie wird rot, na klar. Und die tut uns gefallen, sagst du. Ja, ich gehe davon aus, dass sie das tut. Zumindest können wir sie bestimmt dazu überreden, dass sie mal irgendwie eine halbe Stunde Pause macht. Ja, so wie wir das da gesehen haben, dann kam die ja eh nie ins Lagerhaus. Richtig, aber selbst wenn, dann... macht sie halt gerade in dem Moment leider irgendwie mal gerade 10 Minuten Pause oder sowas. Okay. Sowas in der Art. Und da müssten wir ihr nur sagen, wann sie diese Pause bitte machen möchte. Naja, und dann halt Hintertür. So sah jetzt nicht so ultra kompliziert aus. Ich hoffe, dass das glatt geht. Und dann ja, in einem Haus selber haben wir ja ein bisschen Zeit und Billy hat ja den Zugriff auf eine der Drohnen. Das bedeutet, wir haben es auch easy, wenn es darum geht, irgendwo dran zu kommen. Hm. Wo das alles ist, wissen wir auch. Und der Zaun, okay, der ist halt, naja, müssen wir halt gucken, dass wir durchkommen, ne, unten. Aber das sollte auch nicht das Problem sein. Dafür gibt es ja entsprechendes Werkzeug. Und wenn wir da irgendwie einen Wagen richtig platzieren oder was hinstellen, ich weiß nicht, je nachdem, wie da die Autos stehen, die standen da nicht so an der Straße, ne? Nee, meistens nicht, aber zum Absetzen und zum Reinholen wird das ja gehen. Richtig, so, und dann können wir da auf jeden Fall nochmal hier und Spaß und dann können wir rein und ich sag halt, wenn alle Stricke reißen, dann habe ich halt immer noch Plan B mit Strom weg und Verwirrungsstiften und bla und Gedöns und dann können wir in der Zeit abhauen. In der Hoffnung, dass das so geht, aber ich glaube, da hinten an der Hintertür war es auch relativ dunkel, da kamen diese Riesenscheinwerfer nicht hin. Die Leute waren da auch nie. Kann man auch ausschalten. Müssen wir nicht, glaube ich, es wäre nur auffällig. Kann man, sage ich. Ich habe nicht gesagt, muss man, ich habe gesagt, kann man. Ich glaube, die gehen bestimmt sowieso aus, wenn wir den Strom ausmachen. Wir hatten ein Notstromaggregat doch dort auch. Nee, gab's nicht. Das war ja der Witz, das gab's ja nicht. Bist du dir sicher? Naja, ich glaube, ich hatte gesagt, für die Tür gab's was, aber so für sonst nichts. Okay. Und ich glaube, das Notstromaggregat ist ja auch eher für Sachen, die auf gar keinen Fall ausgehen dürfen. Also von mir aus, wenn es die Produktionsmaschinen wären, damit die nicht kaputt gehen oder irgendwas anderes, aber doch nicht für Scheinwerfer. Die sind irgendwie zu sinnlos. Egal, auf jeden Fall müsste das eigentlich glatt gehen. Hm. Du siehst nicht überzeugt aus. Ich denke gerade noch nach. Ich weiß ja, wo du den Strom ausmachen wolltest, dass ich da vielleicht nochmal entsprechend mir das einfallen lasse für noch eine weitere Ablenkung dort, dass vielleicht Bullen und sowas dorthin fahren statt zu uns. Ja. Ja, also am liebsten wäre mir, wenn da gar keine Bullen auftauchen, bis wir da weg sind. Na klar, aber wenn du den Strom ausmachst, ist es ja auch nur für die, oder wenn Julio den Strom ausmacht, ist es ja auch nur für einen Notfall. Und wenn wir einen Notfall haben, dann fahren die lieber woanders hin.
Okay. Na, es gab ja zwei dann. Es gab ja sowohl das Gebäude selber, wo wir drin sind, mit Strom aus, als auch das andere dann, ne? Ja, ja, genau, aber dann lasse ich die ja lieber zum anderen fahren. Wenn das klappt, ich darf es natürlich auch nicht übertreiben und ich muss es irgendwie platzieren können, aber ich glaube, das geht mit Schreckschusspistolen oder sowas. Ja. Ich habe gehört, Feuerwerkskörper sollen auch immer sehr, sehr beliebt sein. Ja, kommt halt drauf an. Also, ja, na klar. Kommt drauf an, wie gut die Leute ausgebildet sind. Also, das ist eins der Sachen, die man lernt zu unterscheiden. Hab ich irgendwann mal mitgehört oder sowas in der Richtung, wenn das irgendwelche Stümper sind und wenn das irgendwelche komischen Leute sind, dann kriegen die es auf keinen Fall mit und dann gucken die doch erstmal. Ja. Na gut, in dem Gebiet rennen ja eigentlich Lords rum, oder? Was? Moment, mein Telefon. Eine Sekunde. Da rennen die übelsten Lords rum. Ich hatte eigentlich eher den gegenteiligen Eindruck. Was? Die Frage ist, was das Gegenteil von übelster Lord ist. Ah, ist richtig. Nein, aber ich glaube, die waren ja nicht so hypermäßig toll. Da war ja nicht so viel Wertvolles irgendwie. Ja, unten im Süden halt, aber oben nicht. Ja, aber nicht da, wo wir sind. Ja. Da waren ja irgendwie auch die Zeiten, bis da überhaupt wer eintrudelte, entsprechend. Ja, mit Drohnen war es relativ fix. Drohnen waren 7 Minuten oder sowas, glaube ich. Hattest du gesagt? Nee, ich guck grad nochmal. Find's nicht mehr, 10 Minuten klingt nach mir. Aber das war ja auch erstmal was für Techniker und nicht für die Polizei. So. Das ist kurze Frage, weißt du noch, wie, oder hast du dir aufgeschrieben, wie die Drohnen- und Polizeireaktionszeiten waren? Das waren Techniker, die da erstmal hinkamen, hattest du uns gesagt. Du hattest überhaupt nichts von Polizei gesagt. Bei dem Panikbutton meine ich. Panikbutton, da kommen keine Techniker. Nee, aber es geht ja eher um die, ja, die brauchen auf jeden Fall deutlich länger. Die, Alter, ey, da waren ein paar Typen da. Wir waren gerade noch bei Strom aus, deswegen. Ja, da, das dauert länger. Gut. Aber ich glaube auch Bullen 10 Minuten oder sowas hatte ich im Kopf. Irgendwie bis Drohnen da waren oder sowas. Ja, bis Drohnen da waren, glaube ich, auch 10 Minuten und bei richtigen Leuten dann noch ein bisschen länger. Egal, find's nicht mehr, 10 Minuten passt. Also das Einzige, was ich brauche im Endeffekt, wenn wir dort ankommen, ist, dass ich, bevor wir ankommen, ich auf dem Haus drauf bin. Aber das kann ich vom Auto aus machen. Das heißt, da sehe ich eigentlich kein Problem. Ich weiß nur nicht, ob ich das mag, dass wir vom Zaun her direkt reingehen. Das wäre so das Einzige, was... Wir haben keine andere Möglichkeit. Wie willst du sonst rein? Durchs Tor? Nee, aber da war das, was ich von Anfang an gesagt habe, dass der Gullideckel direkt an der Tür ist. Wo was draufsteht. Da kamen wir doch nicht durch. Ja, deswegen hatte ich ja gesagt, wäre es gut, wenn wir dem BTL oder der Makarov sagen, den Kanal irgendwie... Ehrlich gesagt, nach den Erfahrungen, die wir jetzt da unten in der Kanalisation gemacht haben, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt als sichereren Weg sehe. Jojo. Ja. Habt ihr das gelesen von der Kanalisation? Ich, ja. Ja. Hast du mal nachgeguckt, ob deine Sachen noch da sind? Oh, siehst du, gute Idee. Sie guckt mal nach. Arschkind. Sie sind es noch. Alles im grünen Bereich. Gut. Ich meine, so wie das rüberkam, waren da ja doch ein paar Leute unten. Hey, aber das war doch gut verdingst. Nein, ich meine, ich weiß halt nicht, darum werden die sich auch nicht gekümmert haben. Aber ich weiß nicht, ob das da unten jetzt sauber ist. Ich würde mich nicht drauf verlassen. Und weiß ich nicht, wenn du rauskommst und da sind, weiß ich nicht, 400 Teufelsratten, ist vielleicht auch komisch. Hä? Na, wenn das unten sauber wäre und man könnte durch die Kanalisation und Jojo kommt da oben raus und ihr folgen 400 fiepsende Teufelsratten, wäre das auch ganz schön komisch. Ablenkung. So ähnlich. Aber noch nicht, solange wir noch nicht bedingt sind. Jo. Wir sind ja noch ein Kammerjäger. Okay. Und wir wollen dann durch den Zaun wieder rum raus. Ja. Und dann ins Auto und ab. Ja. Das ist der Plan. Ja. Ich sag mal, im Zweifel, wir können uns das ja dann nochmal angucken mit der Kanalisation. Ich meine, im Zweifel räumen wir das zur Not selber weg, wenn wir das schaffen. Und damit wir einen zweiten Fluchtweg haben, weißt du? Aber ich denke, der ist verriegelt, einfach nur von oben wahrscheinlich. Ja, da stand nichts drauf, das Ding ist verriegelt. Na, da werden die eh keinen Schlüssel für haben. Aber wir können halt gucken, ob wir es vielleicht aufmachen können, damit wir im Zweifel einen zweiten Weg haben, weißt du? Wenn alles schief geht. Oder wir uns beeilen müssen oder so. Ja, ich weiß halt nicht, inwieweit die Makarov einen Schlüssel gebraucht hätte.
Für die Kanalisation, ihr wart ja da, bla bla bla. Es handelt sich hierbei nicht um das Problem eines Schlüssels, sondern des passenden Werkzeugs. Jojo, Industriemechanik-Kit hast du, ne? Ja, aber da brauche ich wahrscheinlich irgendein großes Werkzeug, ja, genau, um sowas wegzumachen. Das Werkzeug, das du bräuchtest, ist schon sehr groß, also relativ unhandlich und schwer. Du könntest es dir besorgen, das ist überhaupt kein Ding. Auch von einem Kumpel, du weißt, dass der das hat. Aber das ist ganz schön hart. Okay, also Trollhände. Die sind auch ganz schön hart, ja. Aber die kriegt man, damit kriegt man es ja auch nicht auf. Du brauchst ja immer so eine Art, keine Ahnung. Naja, das, was der Troll an Kraft hat, spart er bei der Maschine, weil die Maschine macht das halt für dich, da brauchst du keine Kraft. Da kann so ein Last, wie du das theoretisch auch machen, aber nur den Schraubenschlüssel oder was auch immer, was da reinkommt, für eine verkantete Verschwurbelung, die kostet halt nichts und die kann so ein Troll mit seinen megamäßigen Superkräften auch bedienen. Ach so, ich dachte, man bräuchte da halt eben dieses Werkzeug. Ja, wie gesagt, und das ist ja alles schön und gut, aber ich glaube einfach, dass es, selbst wenn sie es aufmacht, irgendwie, keine Ahnung, also ich nehme so ein Ding lieber mit und lasse es zur Not da liegen oder wie auch immer, als dass ich, also wenn es nicht teuer ist, ne? Na, okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, best way ist durch den Zaun und rein und raus durch den Zaun, ne? Ja, also alles andere würde ich ehrlich gesagt lieber als Notlösung nehmen. Das ja, geht dann ja auch viel schneller. Schnell gehen. Das wollte ich nicht machen, aber es ergibt keinen anderen, weiß ich nicht. Ich komme mit rein durch den Zaun, mach den Gullideckel auf und gehe wieder ins Auto. Weil, man, wenn ihr nicht durch den Zaun wieder rauskommt oder durch die Hintertür müsst ihr sowieso. Das ist obligatorisch. Aber wenn vor dem Zaun irgendwas ist, in den Gullideckel hüpfen, ist ein guter Notplan. Jo. Ich meine, ihr habt die Karte, das Ding ist bloß, was mit diesen Viechern unten ist. Euren Erzählungen nach nicht so besonders cool. Ja, sag mal, dann nehme ich mir lieber noch so zwei von den kleinen Schockgranaten mit irgendwie. Ja, die halten sie ja zumindest kurzzeitig ab. Und machen sie aggressiver? Naja, wenn sie sowieso schon vor mir stehen und mich fressen wollen, dann mache ich ihnen lieber kurz Angst und habe vielleicht wenigstens irgendwie ein bisschen Zeit zum Rennen, weißt du? Dafür sind sie gedacht. Für, sie machen den Mund auf und wollen in mich hineinbeißen und dann schmeiße ich ihnen so ein Ding in den Mund. Naja, damit hat eher geklungen, als würden die Hubs und du bist weg machen und ich in dich reinbeißen. Na, so groß waren die aber nicht, glaube ich. Ich weiß es nicht, kannst du schlecht einschätzen. Ich glaube, ich hatte gesagt Jojo-Größe, ne? Ja, irgendwie sowas, aber gebückt gehen. Das heißt, wenn sie sich aufrichten, sind sie, glaube ich, größer. Naja, Schockgranaten, okay. Woher hast denn du Schockgranaten? Ah, Waffenmaster. Das sind keine richtigen. Also bleibt die Frage, wann wir reingehen. Na, wann arbeitet die Tussi denn wieder? Mittwoch ist die Dings zu Ende, also fängt es am Donnerstag, Mittwoch auf Donnerstagnacht fängt es an. Na, jetzt ist es eben dieses, geben wir das Risiko ein, dass vielleicht die Sachen, die wirklich Kohle bringen, schon weg sind und gehen dann erst kurz vor Schicht, also gehen dann erst in der Nacht vor dem Schichtwechsel. Also nicht am Schichtwechsel, sondern die Nacht davor quasi, sodass die Leute alle schon ein bisschen durch sind? Oder ist uns das Risiko zu hoch und also dass die guten Sachen quasi dann schon weg sind und wir gehen frühzeitiger? Bezüglich Durchsein des Longhaul wird die noch nicht zum Durchsein gebracht haben, sogar wenn wir am Ende der Dings hingehen. Nee, aber unsere Überlegung war ja zumindest mal, also zumindest kann ich mich daran erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, dass die halt, ich meine, klar, die sind noch wach, aber die sind ja dann trotzdem schon nach zwei Tagen ohne Schlaf irgendwie so ein bisschen, ne, beduselt. Na hier, frag doch mal Vicky, die kennt das Zeug doch. Wie ist denn das? Ich hab's noch nicht so oft genommen, ich hab's, glaube ich, noch nie genommen. Ja, es ist dafür gemacht, dass du halt relativ lange dich konzentrieren kannst. Mhm. Sehr, sehr lange. Also eigentlich hast du die 4 Tage nicht wirklich einen Abfall von der körperlichen Konzentration. Nee, aber wenn du die ganze Zeit arbeitest, nee, ich meine auch rein vom Gehirn-Dings-Technischen hast du keine Konzentrationsabfälle, aber wenn du die ganze Zeit das Gleiche machst, dann hast du die natürlich auch mit Longhaul, weil das ja ne nichts an der Tatsache ändert, dass du die ganze Zeit das Gleiche machst. Stupide. Richtig, und ich meine, wenn die Troll den ganzen Tag tragen und dann mal rausgehen und mal gucken. Das Gucken ist ja auch, die müssen doch irgendwas nebenbei nachher machen. Ich meine, sonst stirbt man doch vor Langeweile.
Na gut, dann macht es, glaube ich, keinen Unterschied. Also ich würde ehrlich gesagt ungern in der Nacht zum Schichtwechsel gehen, sondern irgendwie die danach, aber... Also am Freitag meinst du? Ja. Oder wollt ihr Donnerstag? Mir ist das Wurst. Ich glaube, Freitag ist eigentlich besser, zumindest wenn wir sie dazu überreden wollen, dann nochmal Pause zu machen. Oder ich weiß nicht. Gibt's Restriktionen mit der Einfahrt in das Gebiet für dich, Vicky? Wir müssen den Schleichpfad nehmen. Also wir sind dort auf jeden Fall illegal. Okay, verstanden. Freitag ist schlechter, weil samstags, weil früher war das noch so, samstags kamen zum Teil sehr große Züge an, wo sehr viel verladen wurde. Das heißt, da ist vermutlich mehr in dem Gebiet los, allgemein, als Donnerstag. Nehmen wir Donnerstag, mir ist das egal. Ich weiß nicht genau, ob das noch so ist, aber ich kann es mir gut vorstellen, warum soll sich das ändern. So, heute ist Dienstag, ne? Montag. Ach, heute ist Montag. Ah ja, gut, okay. Meine Herren. Heute pennst ja jetzt eh. Hm. Ja, ich muss die ohnehin jetzt dann noch erst anrufen und das klar machen. Na klar. Wie hatten die genau reagiert eigentlich? Die ist ausgetickt. Hm. Okay. Also nicht so angenehm. Klar. Aber okay. Die möchte die Daten. Wir müssen uns eh noch einen Plan machen, wie wir ihr die Daten zukommen lassen wollen. Und zwar so, dass sie sich sicher fühlt und keinen ich Scheiß kenne ein paar macht. Tote Briefkästen. Ja, tote Briefkästen. Ja, sowas. Tote Briefkästen sind da, glaube ich, blöd. Glaube ich auch. Ich glaube, irgendein ein Download-Link, wo sie dann ein Passwort braucht und dann kriegt sie das Passwort, sobald sie es hat. Und sie sieht aber schon, dass da auf jeden Fall Daten drauf sind. Und vielleicht kann man Scrum ja da it. Auch... Genau. Datenbombe. Das ist das Einzige. Ja, eine Datenbombe. Naja, also... Dann schaut halt, sie halt das Kombi, gab es ja auch sinnlos. Ja, aber die Daten sind am Arsch dann anschließend, wenn sie Scheiß baut. Okay, das ergibt Sinn, genau. Aber vielleicht so, dass sie sich schon angucken kann, um welche Daten sich das handelt, aber dass die wichtigen Stellen halt erstmal alle ausgeschwärzt sind oder so, das kriegst du doch bestimmt hin, oder? Jo, ich muss hier das File editieren halt im Prinzip. Also das lässt sich machen, dass ich das File editiere zuvor, dass alles ausgeblankt ist und sobald dann der Code übermittelt wurde und das Passwort bestätigt ist, dann öffnet sich das File komplett. Also das lässt sich einrichten. Hm. Na, das hat den Vorteil im Gegensatz zu einem toten Briefkasten, dass sie sieht, dass da was ist. Ja, das denke ich auch. Dann hat sie wie eine Versicherung für das, was wir ihr da erzählen. Und dass sie nicht fragen kann, die Leute in der Umgebung, wer da mal irgendwann auf der Bank gesessen hat. Na? Jo. Und den Datenlink kann man im Haven irgendwie doch ablegen, garantiert, oder? Ja, oder sonst ich halt weiß irgendwo, ihr kannst du den Link kannst du doch bestimmt doch einfach schicken, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, Free File Hosting, okay. Zum Beispiel. Weiß nicht, wie sicher sowas ist. Wie sicher ist sowas? Naja, gut, ich kann nicht mit meinem Comlink das File hochladen, so viel steht fest, aber das sollte jetzt auch kein Problem sein. Ich muss ja meine Spuren verwischen. Ne? Hm. Nee. Gut, dann werde ich mich darum kümmern bis Donnerstag, dass ich erstens das File ihr bereitstelle mit den Restriktionen, wie gerade gesagt, und dann klar mache, dass sie spurt. Uhrzeit? Jo. Und dann Donnerstagnacht. Drei? Hm? Zwei, drei, drei vielleicht? Weiß nicht, ja, gibt's da. Wiki gibt's ja, drei ist ja so die Standardzeit, ne? Wo die Menschen immer am müdesten genau sind. Ja, deswegen ja. Und in den ersten drei Stunden sind die vielleicht in der Fertigung noch sehr motiviert, irgendwas zu machen, gehen noch nicht raus und gehen auf gar keinen Fall irgendwie was essen dort in ihrem kleinen Bunker und ja. Esel, eine Frage. Ja, bitte. Und zwar, durch die Daten, die ich damals gezogen habe mit dem Sprite, weiß ich, wann die quasi die Hauptproduktion fahren und dass die, sagen wir es mal so, kann ich aus den Daten herausbekommen, in welcher Zeit es wahrscheinlicher ist, dass Sachen aus dem Lager geholt werden müssen, über die Dauer von der Woche, oder ist es eher nicht ersichtlich, sag ich mal so. Ich werde jetzt mal nachgucken, was du für Wissensfertigkeiten hast. Mach mal Logik minus 1. Also 3. 3. Oh, darf ich dir mal ganz kurz eben zwei Erfolge auf den Tisch legen? Oh, das ist aber sehr schön. Hast du eine Serviette beigelegt? Ja, natürlich, eine Stoffserviette. Auf dass ich mir darauf einen und so weiter. Gut, zwei Erfolge ist ganz gut. Ja, es ist für dich ersichtlich. Die fahren so eine
Es ist nicht Handarbeit, was die machen, aber 2 Erfolge, das ist echt gut. Also, pass auf, die kriegen einen Haufen leid. Scheiße ran. So, dann muss erstmal einer von den beiden gucken, was stimmte an der Produktionskette nicht, dass dieser eine häufig auftretende Fehler halt so passiert. So, der ist also damit beschäftigt, nur rumzuwerkeln, der braucht gar kein Material. Wenn er es rausgefunden hat, kommt der andere und sagt, ajo, ich muss also die Maschinen jetzt einstellen, dass die Roboterarme das aufschrauben, das und das ersetzen und so weiter, so ein Scheiß. Das heißt, die brauchen, es ist nicht ganz ersichtlich, wann die was brauchen, aber höchstwahrscheinlich am Anfang dieser Nacht noch nicht, weil angegeben ist, wann die mal wieder anfangen mit irgendwelchen Ausbesserungen an irgendeiner Reihe, und das wird erst am Freitag wieder der Fall sein und war am Dienstag der Fall. Also wenn die überhaupt in den ersten 2 Stunden sollten die Materialien, die gebraucht werden, vom Troll erstmal reingeschafft werden, dann werden sie wohl vermutlich erstmal eine Weile nichts brauchen. Okay. Diese Daten teile ich natürlich mit meinen beiden Damen. Das heißt, Donnerstagnacht 3 Uhr ist eigentlich gut. Ja, das sieht ganz so aus, aber hast du mal irgendwie in so einer Richtung Logistik, Produktionsgedöns gearbeitet? Weil ich habe mit diesem ganzen Blabla nichts, okay. Wieso? Muss ich dafür arbeiten, um einfach nur Daten auszuwerten? Ja, nö, natürlich nicht. Aber ich hätte das so nicht kapiert. Ich weiß, man muss nur logisch denken können, aber das ist ja nicht meine Stärke. Ich habe mir nicht mal Analytic Mind gegeben. Ne? Analytic Mind. Stimmt. Ja, aber Billy ist auch eine Frau. Nein, nicht. Ist sie, aber... Ich verkörper die Welten beider Schönheiten. Umgekehrt, die Schönheit beider Welten. War das in-game? Nee. Achso. Ja, aber ich meine, was jetzt? Ja oder nein? Nein. Okay. Aber ich meine, ja, sie ist eine Frau. So. Und dazu ist ja noch eine Elf. Und wenn wir schon bei dem Klischee bleiben wollen, dann ist sie doch viel spiritueller und so und ist eigentlich eine Adeptin oder so und kann Drachen beschwören und nicht solche Daten auslesen. Das hängt immer darauf davon ab, wie weit man sich denn mit gewissen Themen als Elfe beschäftigt. Das ist so wie bei allen anderen Metamenschen, krass. Richtig. Man kann sich sehr schön spezialisieren. Und richtig, ja, nur genau. Die Daten, die Billy mit sich rumträgt, die glitzern. Alle. Und riechen nach Rosen. Funkel, funkel, kleiner Stern. Sag mal, musstest du dir eigentlich in der Schule auch immer anhören, warum bist du nicht auf der Baumschule? Nee, aber ich habe immer Dandelions gegessen. Gänseblümchen. Nee, aber das haben die bei uns immer irgendwie gesagt. Das war, weiß ich nicht. Ja. Rassistisch? Ja, ich weiß nicht. Ja, komisch, schon? Mich haben immer alle gefragt, warum ich nicht in der Vorschule bin. Warum du überhaupt schon in der Schule bist, oder? Ja, das auch. Das ist vollkommen okay, das war nicht rassistisch, also. Nee, das ist stimmt. Ja nur. Außerdem bist du doch bestimmt bis 12 vollkommen normal gewachsen. Und dann einfach nicht mehr. Nee, eigentlich war ich immer klein. Und dann einfach nicht mehr. Ihr Kohlohren, ihr, damit wir doch mal beim Rassismus bleiben. Kohlohren ist auch schön. Ja. Kohlohren. Ihr habt doch Ohren wie Kohlköpfe. Ja, schon richtig. Mhm. Gut, dann weiß ich auch nicht. Ihr kümmert euch um das Physikalische, ich kümmere mich um die Matrix-Geschichten. Aber dafür auch Muschis, von denen man keine Splitter kriegt. Und warum hast du mich eigentlich gerade Billy genannt? Das verstehe ich nicht. Ich dachte, ich heiße Foxy. Das ist mein neuer Spitzname für dich. Ach, sowas. Das wird aber hoffentlich jetzt nicht passieren die nächsten Tage. Nein. Sonst heißt es wieder Kirsche zum Schluss. Und ja, das, von jetzt das, wieder. Das wäre gut, dir dann erlaubt. Ah, dankeschön. Gut. Aber das wird nicht passieren. Ja, jetzt fühle ich mich aber benachteiligt und ausgeschlossen. Ja, aber wieso? Dich habe ich ja auch nicht falsch adressiert. Weil du gar keinen anderen Namen von mir kennst. Und? Weil ich gar keinen anderen Namen habe. Ah, so, alles klar. Jojo, hattest du nicht Hunger? Vicky, wolltest du nicht was bestellen? Ach, soll ich was für bestellen? Uns? Ja, könntest du was bestellen gut. Für uns? Weil wir beide... Ja, dann wählt einfach was aus und ich lasse dann die Rechnung, das passt schon. Danke, du kriegst jetzt zurückerstattet. Ja, ist ein Essen. Ja, nichtsdestotrotz, kostet Geld, ne? Waren Nix. Wir schon mal zusammen essen? Jojo grinst. Ja, vor kurzem. Und auch gut. Wenn du sehr viel isst im Verhältnis, ist es trotzdem. Na gut. Passt schon. Ja. Irgendwer hat mal ausgerechnet, dass ich am Tage ungefähr 1/3 meines Körpergewichts essen muss. Und stimmt das? Ich weiß es nicht. Ich hab's nie ausgewogen.
Aber das ist total unfair. Warum wirst du nicht fett? So richtig fett. Ja, weil das scheiße aussähe. Ja. Okay, ich finde aber auch deine Tattoos nicht so hübsch. Du hast ja auch keine Ahnung. Ach so. Brennst ja auch in den denkbar unpraktischsten Kleidungsstücken durch die Gegend. Das ist nicht vollkommen richtig. Ich hatte deutlich unpraktischere. Das mag sein, dass es noch unpraktischere gibt, aber du rennst in sehr unpraktischen Kleidungsstücken durch die Gegend und in sehr ungemütlichen Kleidungsstücken noch dazu. Dafür habe ich keine Ölflecken auf der Hose. Mich stören die Ölflecken nicht. Doch, die sind sehr unpraktisch, weil... Ja? Weil man, wenn man dann damit kriecht, dann rutscht man immer 5 Meter weiter wegen des Öls und dann kracht man mit dem Kopf gegen eine Straßenlaterne. Es hört sich an, als wäre dir das schon mal passiert. Ja, eben. Ja, das könnte ich mir sogar vorstellen. Klar. Ein klassischer Wiki. Hm. Dann stehen immer 5 Leute drum rumklatschen und sagen, prima, Victoria. Aber ich glaube nicht, dass du auf Ölflecken ausgerutscht bist. Worauf denn sonst? Auf ein Stück Butter? Auf Kirschkotze. Kirschen kotzen nicht. Oh Mann. Außerdem ist, wenn man Kirsche isst oder trinkt und dann kotzt, ist das nicht rutschig. Das ist ein weiterer Vorteil. Es klebt, da kann man sich gut festhalten. Mit den Füßen. Erst wenn es ein bisschen antrocknet. Ich sehe schon, ich werde dir das irgendwann nochmal beweisen müssen, indem ich dir einfach 10 kleine Kirschen gebe oder so. Lass sie nur keinen Spinat vorher essen, bitte. Sondern Mais? Das Ding ist, dass sie dann immer anfängt, irgendwelchen Leuten auf den Tisch zu kotzen. Deswegen kommen wir auch in manche Clubs nicht mehr rein. Wir kommen wieder rein. Es war nur temporäres Verbot. Und dass du keinen Spinat mehr isst. Also Soy-Spinat. Naja, okay. Was denn sonst? Milch ist auch immer unangenehm. Durch die Nase. So, ne? Ganz schön. Ja, auch durch die Nase ist super unangenehm. Da hat man dann noch sehr lange danach, ne? Ranzigen Geruch. Ja, und das ist auch so beißend irgendwie. Da denkt man, es brennt einem die ganze Schleimhaut weg. Dass Milch so bösartig sein kann, ne? So stelle ich mir das immer vor, wenn man, weiß ich nicht, sich was durch die Nase zieht oder so. Hä? Nee. Nee. Nicht? Das ist anders. Ja, okay, also es ist, ja. Das kannst du auf der Fete danach mal ausprobieren. Nee. Jetzt lass uns nicht über die Fete erzählen, bevor wir da nicht fertig geworden sind. Ist ja egal, wie es ausgeht. Wer weiß, am Ende müssen wir mit Vicky ins Safehouse, dann werden wir mal richtig personal mit ihr. Einmal auf Tuchfühlung. Na, Schnecke? Wie wär's? Ich bevorzuge dann immer Camping. Und nee. Da ist es nicht so personal. Geil! Nee. Wieso nicht? Das ist super. Im Teufelswald Camping. Nein, Quatsch. Es gibt außerhalb von Moskau ein paar Campingplätze, wo so Lohnsklaven mit okayem Gehalt sind. Ein paar wohnen da sogar ewig für immer. Sicherheit ist relativ niedrig. Suchen tut dich vermutlich keiner. Wenn der Campingplatz groß genug ist, ist es auch nicht so schlimm, dass man die sofort wiedererkennt. Man kommt sehr gut aus Moskau raus. Man kommt bloß ein bisschen schwieriger wieder rein. Also eigentlich ist, Ich hasse euch beide jetzt schon. Warum? Also, ich sag mal, die sanitären Anlagen mittlerweile sind so automatisiert, dass da nichts mehr dreckig ist. Also, ich sag mal, die sanitären Anlagen auf den Campingplätzen sehen besser aus als die im Staffer schenken. Im Staffer. Da kommen auch weniger Gänger vorbei und prügeln die halbe Schüssel kaputt. Und ich meine, Camping. Wie viel Fantasie und Zauber liegt in diesem Wort? Auf jeden Fall hatte ich nicht vor, irgendwie jetzt mich danach verzieseln zu müssen. Ja, das wäre mir auch recht. Wohl wahr. Cool. Vor allen Dingen, ne? Düs hat ewig nichts mehr in den Chat geschrieben und jetzt ist das Einzige, was ich da seit Monaten wieder lese, ist: Ich hasse euch. Im Großbuchstaben. Ach, schön. Weil Camping so absolut Cheat wird. Ich glaube aber, Billy könnte das sogar gefallen. Wir werden sehen. Das wird dann so eine TKKG-Session, weißt du? Der Schatz im Silbersee. Wir müssen ihn rausholen. Klößchen. Der Schatz im Silbersee ist aber Karl May gewesen. Das macht doch nichts. Da gab es bestimmt auch eine TKKG-Folge mit dem Schatz im Silbersee. Es gibt doch überall in Deutschland Silberseen. Da gab es bestimmt richtig. Auch TKKG. Das passt da schon. Warte mal, da gab es eine Folge. Garantiert gab es eine Folge mit dem Schatz im Silbersee oder so. Irgendwas von TKKG.
Ach, egal. Scheiße. Scheißegal. Das könnte aber wirklich sein. So, ja, durch. Also es wird nicht nur Camping geben, dafür kannst du dich bei Snowcat bedanken, sondern es wird auch was mit Silbersee dort geben und Schatz, da kannst du dich bei dir bedanken. Darf ich mal... Wer bist du denn? Bist du Gabi? Wer, ich? Ja. Nee, ich bin Timmy der Hund, oder? Keine Ernsthaft? Ahnung. Nein, weißt du nicht. Ich dachte eigentlich eher, du bist Gabi. Timmy! Gabi! Timmy! Nein, ich werde nicht Gabi war eine Öko-Fotze, das möchte ich doch nicht sein. Die war doch keine Öko-Fotze. Doch, das natürlich war pro Tiere. Pelzträger sind asozial. Mach ich das haben mit sie aber alle Scheiß gesagt. Ja, weiß ich doch. Es war deswegen einfach nur eine zickige kleine, naja, okay, Öko-Fotze. Also, ich finde, wir sollten manche Blondchen Ausdrücke nicht benutzen und Öko gehört auf jeden Fall dazu. Ich piep dann, lass die schmutzigen Worte, sowas wollen wir hier nicht hören. Ich piep dann Öko raus später. Jetzt auch wieder. Boah, dann weiß doch niemand, was es ist. Eine Piepfotze, oh Gott, was haben sie für ein Wort benutzt? Gefällt mir. Sogar die das auspiepen, Junge. Der ist sogar die. Also die piepen ja nicht viel raus, aber das. Das muss ein Wort gewesen sein, was sie da benutzt haben, meine Herren. Ja, das muss ein Wort gewesen sein, was sie da benutzt haben. Ja, aber so ein Wort. Vielleicht hat Trolli auch einfach unanständige Geräusche gemacht. Ja, das piept man ja auch nicht raus, wenn er rülpst. Untenrum. Ach, untenrum, komm, ich sitze hier die ganze Zeit und hab Vergasung. Ich weiß, das hast du mir schon mal erklärt. Wenn du etwas länger nichts sagst, aber gerade was sagen willst, dann... Das schneide ich ja raus, das hört mein Podcast alles nicht, diese längeren Pausen. So, okay. Eigentlich wären ja die Pro-Session, Pro-Session hätten wir ja normales 3,5 Stunden wegen meinen Darmwinden. Und es sind dann bloß 2. Nee, nur aber die sind sehr lang. Ach so, jetzt verstehe ich, es sind dann nur 2. Ja, gut. Schön. Sollen wir dann irgendwann zurückfahren? Oder wollt ihr noch irgendwas besprechen, Mädels? Nö. Foxy, ich hab was für dich. Warte. Schrampe Umhängetasche. Du hast es schon wieder falsch gesagt, Vicky. Ich hab gesagt, Foxy. Du willst, ich verstehe die Sachlage. Das ist ein bisschen witzig, aber nicht unbedingt sinnvoll bei dem, was wir vorhaben, weißt du? Ja, jetzt weiß ich doch, aber jetzt kann ich doch noch. Ja, aber wenn ich mich falsch dran gewöhne, Mensch. Du hast doch richtig nicht gelernt. Nee, sie gibt dir was so eine... Was Schwänzchen nicht lernt. Lernt Schwanz nie mal mehr. Das ist so der Frauenspruch, oder? Und es ist so wahr. Es war so klar, dass dir das gefällt, Flumi. Herrlich. Das hat Jojo gesagt. Aber es war trotzdem klar, dass dir das gefällt. Ja. Ja. So, was wolltest du? Sie gibt dir... Nicht rot werden, Vicky. Ja, aber was sollen denn Penisse lernen? Die können ja nun wirklich nichts dafür. Die haben ja auch ein Loch im Kopf, ne? Ist schon wieder soweit. Erst meinst du, nee, sie gibt dir eine so Goggles-Brille-Dings da, ne? Goggles? Weißt du, was ich meine? Nee. Diese Sichtgeräte, die so ein bisschen aussehen wie Fliegerbrillen, diese typischen SR-Dinger. Okay, warum? Na, wir hatten noch gesagt, hier Blitzkompensation dann bei dem... Ach, gut, ja. Genau. Gut. Und, ja genau, Bildverbindung und sowas lassen wir natürlich die ganze Zeit offen, aber ist nicht unbedingt sinnvoll, so viel darüber zu quatschen, ne? Kann ich denn unsere Comics miteinander linken und verschlüsseln? Ist das eine Outgame oder eine Ingame-Frage? Outgame, zwischen dir und mir. Zwischen dir und mir, da hat sich schon einige Magie abgespült, als du auf dem Klo warst, Alter, ne? Abgespült, genau. Vor allem, ja. Nee, du kannst Master sein, das ist schon mal sehr gut für also die beiden. Also mein Comlink kann mastern, aber ja, du kannst auch mastern. Nee, Technos können nicht mastern. Ich bin mir doch nicht ganz sicher, ob im SR5 sie das nicht mehr können, sie können es hiermit. In der SR4 konnten sie es und das ist totaler Scheiß, das nicht zu können, weil... Im SR5 war geschrieben, sie können nicht slaven. Ja, scheiß auf SR5. Okay. Du bist also auf jeden Fall der beste Master. Du bist die Mistress. Du bist dann ein übelster Lord. Nein, eine übelste Lordette. Und damit hat sich das da schon geklärt. Du kannst das slaven und dann ist ja jede Kommunikation verschlüsselt quasi.
Gut, du dann machst du auf Desaster bist. Das werde ich dann tun, sobald wir im Auto sitzen, wenn wir hinfahren. Gut. Jetzt schon wieder Rattenfänger? Hä? Jetzt schon wieder Rattenfänger? Ja, ein bisschen. Wieso? Was, weil mir gerade danach war, vor mich hinzusummen. Gut. Sobald ich übrigens die Route habe, die wir dann rausnehmen werden, bekommt ihr die? Mhm. Für den Fall, dass ich nicht mehr fahren kann. Wie, was ist das, dass du nicht mehr fahren kannst? Wieso aus das denn? Aus allen Gründen, die es so gibt. Es ist, also wenn alles glatt geht, dann kann ich noch fahren. Wenn alles so nicht hundertprozentig funktioniert, kann ich auch noch fahren. Wenn irgendwas fürchterlich in die Hose geht, könnte es sein, dass ich nicht mehr fahren kann. Dann müsst ihr wissen, wohin. Sinnvoll. Das klingt nach einem Plan. Weiß ich nicht, wenn Jojo mit so einem richtig schweren Rucksack rauskommt und mir den zuwirft und ich kann nicht fangen und dann bekomme ich den gegen den Kopf oder so. Gut. Hm. Ach genau, da das ja vielleicht unser letztes langes Treffen wird, Jojo, wie sieht das bei dir aus von wegen, bricht dich aus? Mit Mutter Gaia flüstert mir was von Fruchtbarkeit ins Ohr. Hat sich da was Neues gegeben? Ach so, nicht so viel. Wieso, was willst du nur hören? Ich will gar nichts hören, aber wenn es was Neues gibt, was irgendwie dann, ne, was vielleicht wichtig wäre deswegen. Nichts, was irgendwie einen Einfluss hätte. Okay, alles klar. Was macht ihr eigentlich, wenn ich jetzt aufstehe, ohne zu bezahlen? Rennen. Okay. Und zwar schnell dann, oder? Quatsch. Pullen auf den Boden, das ist ein Überfall und rausrennen. Ich glaube auch, die Bestellung geht sowieso nur, wenn ihr das an meinen Comlink attached. Das heißt, dann muss ich das irgendwie noch nachbezahlen mit Geldstrafe. Also kann ich ganz schlecht wegrennen, das ist doof. Wohl wahr. Gemeinheit. Ja, Gemeinheit, was du so denkst. Was? Das sind die Tests, die man angehenden Klein- und Großkriminellen, ne? So quasi beste Freundinnen-Tests, oder was? Nee, was machen denn beste Freundinnen als Test? Puh. Keine Ahnung, hä? Anscheinend hatten wir alle drei noch nie beste Freundinnen, hä? Traurig, traurig. Na, ich hab mich bei den Mädchengrüppchen, die immer so BFF-Zeug gemacht haben, da war ich nie sonderlich beliebt und deswegen hatte ich nur solche komischen besten Freundinnen, die halt, ne, so die Außenseiter. Die sich gegenseitig dann schöne Herzchen aufs Knie einschnitzen mit der Rasierklinge oder was? Nee, solche nicht. Schade eigentlich. Auch keine Ökos. Piep! Auch keine Pferdemädchen und auch keine Wissenschafts-Nerd-Mädchen, sondern halt irgendwie, weiß ich nicht, aus irgendwelchen anderen Gründen unbeliebt waren, weil sie ganz früh und ganz lange Pickel hatten oder sowas in der Richtung. Sowas. Pickel. Hm. Gut. Aber ich hätte schon gedacht, Foxy, dass du irgendwie so die BFF-Schiene, ein bisschen, das wäre doch eigentlich voll dein Ding, oder? Meinst du? In der Pubertät, wo man noch ein bisschen komisch ist. In der Pubertät hatte ich ganz andere Schwierigkeiten. Ach so, okay. Und da bin ich eigentlich so gesehen auch noch gar nicht ganz draußen. Ach so. Elfen sind noch lange in der Pubertät. Das ist eigentlich nur ihre Ausrede, damit sie all das machen dürfen, was wir angeblich nicht mehr machen dürfen, weil wir ja schon erwachsen sind. Oder wo ist deine Ausrede? Meine Ausrede? Wofür? Na, dass du die ganzen Sachen machst, die du nicht mehr machen dürftest. Weil ich Bock drauf hab. Siehst du, das ist eine schlechtere Ausrede als das andere. Ich brauche ja auch keine Ausrede. Ach so, ist das. Na klar, ich habe nicht das Gefühl, eine Ausrede dafür zu brauchen, deswegen. Oder ich schäme mich deswegen nicht, sagen wir es mal so. Und ich würde auch jetzt noch auf eine Hüpfburg gehen. Du würdest dich zieren, auf eine Hüpfburg zu gehen, weil es dir zu peinlich wäre, selbst wenn du da Spaß dran hättest. Ha, Vorlage, sehr gut. Nein, ich würde mich zieren, weil wenn man Brüste bekommt, springen unangenehm ist. Das ist so nicht richtig. Das kannst du nicht beurteilen. Danke. Weil Billy auch ganz oft mit mir rumgesprungen ist. Ja, aber sie hat bestimmt immer einen Arm unter den Brüsten gehabt. Nee, hat sie nicht. Ich habe gute Büstenhalter. Okay, und die habe ich nicht. Und außerdem würde man dich doch sofort von der Hüpfburg ziehen, weil du zu alt bist.
Woher will man denn wissen, dass ich zu alt bin? Das sieht man bei der Jojo tatsächlich nicht. Okay, gut. Aber selbst mit 16 oder 15 darf man da eigentlich nicht mehr drauf. Deswegen. Was? Was heißt darf? Das ist doch immer größenabhängig. Okay, siehst du? Und da ich... Wie groß ist Jojo? 1,50, ne? Nein, 1,47 Meter. Also 1,50. Siehst du, und da ich mindestens 10 cm größer bin, darf ich dann nicht mehr. So. Hast du es probiert? Wenn du schlau gewesen wärst und es dir nicht zu peinlich gewesen wäre, dann hättest du versucht, dich draufzuschleichen. Hättest den Typen bestochen, weil die Dinger das nämlich aushalten, wenn man auch größer ist. Gerade die großen Dinger halten das aus. Und dann wärst du trotzdem draufgegangen. Das ruft nach Ausprobieren. Richtig. Los, wir gehen zur Hüpfburg. Zum Dude. Wir haben keine Hüpfburg. Auf dem Watt? Nee. Gott, ich muss ich jetzt mal... Ich werde bei Zeiten mal einen Beschwerdebrief in den Kummerkasten schmeißen. Ja, ich auch. Du weißt schon, dass der Kummerkasten eine Art Mülleimer ist. Ja, aber ich kann die Dinger dem direkt auf den Tisch legen. Haha. Ah, okay, das schreibt Sinn. Ich schreib's mit Edding auf Gandhis Tür. Okay. Wir machen eine AR. Wir wollen eine Hüpfburg. Überall. Ja. Okay. Ja, dann... Ich finde ja sowieso, die nächste Team-Battle sollte sowieso eins mit auf dem Donnerbalken mit den Stäbchen sein, mit den Wattestäbchen sich gegenseitig verprügeln. Unten drunter sollte Melasse sein, in die man reinfällt. Das sollte man mal machen. Pudding. Pudding? Vanille und Schoko. Links Vanille, klar, rechts dann Schoko. Ich noch was davon. Und man sollte dabei einen Hula-Hoop-Reifen noch um sich schwingen lassen. Also jetzt übertreibst du aber. Nö. Ich dachte, ihr wollt Herausforderung. Also ich weiß nicht. Pudding. Pudding. Gut, das, also ihr müsst das vorschlagen. Ich hoffe dann nur, dass ich dann noch eingeladen werde. Du bist doch mein Plus Eins. Ach so, okay, gut. Wenn man da sowas Großes aufbaut, glaube ich, wird das eine ganze Weile stehen für auch andere Besucher. Was, jetzt Pudding? Kannst du nicht so lange stehen lassen. Nee, man müsste das schon auswechseln, aber... Also ich glaube, ne? Nee, darum geht's nicht. Ich habe mit dem alten Knauser noch eine Rechnung offen. Ach so. Knauser, aber nur, wenn es nicht um Bier geht. Ja, aber sonst. Ja, bei deinem Gehalt schon. Bei meinem Gehalt? Nicht bei deinem. Nee, ich wollte schon sagen, unserem. Ich krieg kein Geld. Du arbeitest ja auch nicht. Für ihn. Richtig. Ja. Mädels. Ja, du hast recht. Ich schlage vor, da wir fertig gegessen haben. Und ich meinen Hustenanfall gerade hab. Du bist gerade etwas leise. Ich bin gerade etwas leise. Bin ich jetzt wieder lauter? Ja. Gut. Aha. Dann, weil, ne? Zurück und so und Vorbereitung. Ja, du siehst auch schon aus, als hättest du irgendwie die Nacht und so weiter. Ich fühle mich auch, ja, das A und B fühle ich mich auch nicht so tops. Okay, dann los Tops, geht's. Ha? Hm? Ja. Sparen wir uns im Outro. Bist du gerade irgendwie am... Das war so lustig. Ach so. Okay, also, ihr geht und steigt in euren mechanischen Pegasus. Und fahrt dann zu Jojo. Oder, nee, schön. Zu Billy und dann zu Jojo oder was auch immer. Nee, ich habe ja mein Auto noch bei Jojo stehen. Ah ja, genau. Richtig. Puh, was ein Tag. So, sind wir soweit, dann du und ich sind d'accord, ne? Ja. Dann würde ich doch, dann schlage ich doch vor, dass ich mich jetzt zurückmache und die Makarov anrufe. Richtig. Oder möchtest du da dabei sein? Nö, muss ich nicht. Und ich bereite das Pfeil noch vorher vor, bevor ich die anrufe, damit die sich schon mal das Pfeil angucken kann. Okay. Hallo? Hm? Ich habe gesagt, okay. Ja. Wie Fragezeichen mal, am Ende vom Satz. Sag mal Bescheid, wenn du die anrufst, dann, ich komme dann doch vorbei oder so. Ja, dann bleibe ich doch einfach da. Ja, oder so. Ich kann ja von dir auch den ganzen Scheiß machen. Dann machen wir heute Abend noch eine Flasche Wein auf oder so. Ja, mach du mal erstmal hier deinen Krams und ich, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich muss mich noch bewegen. Ich muss ein bisschen Skateboard fahren. Möchtest du nicht noch irgendwas basteln? Irgendwas, das habe ich heute schon den ganzen Tag gemacht. Deswegen bin ich ja so unausgelastet. Ich gehe ein bisschen Skateboard fahren. Ich komme gleich wieder. Du musst ja eh jetzt erstmal noch die Files machen und sowas. Das dauert ja alles ein bisschen. Jo.
Mach mal. Okay. Hunter steht da. Und Essen habe ich auch, wenn du Hunger hast. Ja, ich weiß ja, wo der Kühlschrank ist. Genau, und die Tiefkühltruhe kennst du auch. Und wir haben ja gerade... Ja, aber da gehe ich nicht mehr ran. Warum gehst du da nicht mehr ran? Da liegen vielleicht Hände drin oder sowas. Nee, da liegen keine Körperteile drin. Die habe ich alle entsorgt. Wer weiß. Ich schwöre dir, die habe ich alle entsorgt. Für bis jetzt momentan zumindest. Ich habe sogar die Tiefkühltruhe... Habe ich die Tiefkühltruhe sauber gemacht? Hm. Doch, ich glaube, ich habe sie sauber gemacht. Doch, habe ich sie gemacht. Gut, nee, dann... Siehst du jetzt so angeekelt aus? Ja. Nee, Tiefkühltruhe nicht, aber wir haben ja gerade was... Ups, wir haben ja gerade was gegessen, dann brauche ich ja nicht noch jetzt nochmal was zu essen. Dann bis später. Tschüss, pass auf dich auf. Ja, worauf denn? Keine Ahnung. Pädophile Rapist-Vans. Gut. Den sage ich einfach, ich bin über 20, dann bin ich nicht mehr interessant. Okay, bis später. Tschüss. Jojo, läuft. Ja. Weißt du noch, als du gesagt hast, es wäre unheimlich cool, mit dem Skateboard herumzufliegen? Das ist schon ein bisschen her. Okay, gut. Ja, du willst dein Skateboard schnappen, allerdings pendelt es 5 cm über dem Boden. Genau. Ey! Hast du ein Hoverboard? Fast. Warte mal. Sie geht ein paar Schritte zurück und versucht es näher kommen zu lassen. Ja, es zuckelt ganz langsam näher, wobei es immer mal an irgendwelchen Gegenständen abprallt und man ein bisschen über den Boden schabt. Sie hält es kurz an, geht dann dahin und stellt vorsichtig einen Fuß drauf. Ja, also die Masse deines Fußes ist deutlich höher als die Kraft, die es in der Luft hält. Okay, dann nimmt sie den Fuß wieder runter. Hm. Ist es jetzt auf dem Boden oder ist es immer noch in der Luft? Es kommt dann wieder höher. Also wenn du den Fuß drauf stellst, dann ist es quasi auf dem Boden. Aber wenn du den wegnimmst, dann zuckelt es wieder höher. Sie geht zur Tür und lässt die Türe offen und wartet, ob es ihr hinterherkommt. Das tut es nicht. Sie guckt, dass das Skateboard ihr hinterherkommt. Es kommt ihr hinterher. Sie geht runter auf die Straße. Nein, eigentlich auf diesen Hof. Guckt, dass es jetzt auf den Boden kommt. Du weißt, dass du in einer dicht besiedelten und besuchten... Deswegen soll es ja auf den Boden kommen, bevor sie die Tür nach draußen öffnet. Ach so. Ein Treppenhaus. Treppenhaus? Ich dachte, du hast so eine Außentreppe. Ja, aber die ist doch zu. Okay, ich bin verwirrt. Ich dachte, du hast eine Wohnungstür und dann quasi wie so eine Förderleiter und eine Außentreppe. Wenn du dir das anguckst... Das Bild, dann wirst du sehen, dass es dort unten eine Tür gibt, dann führt es eine Treppe hoch und dann gibt es eine zweite Türe. Junge, 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 das ist ja richtig sicher. Ja. Alter Falter. Okay, gut. Ja, also du willst es quasi auf dem Boden haben und dass es dir dann hinterher zuckelt. Nee, eigentlich will sie dann drauf fahren. Ach so, das gestaltet sich als relativ schwierig, weil gewisse Kräfte es wohl in gewissen Positionen halten. Wenn du dich abstößt, überwindest du die zwar, aber... Aber kann sie das nicht einfach dazu bringen, zu fahren? Achso, wenn du nichts... Ja, du kannst es dazu bringen, mit der sagenumwobenen Geschwindigkeit, die sicherlich auch bald... Ja, aber das muss doch weggehen, wenn sie will, dass das weggeht. Achso, das hast du ja nicht gesagt. Doch. Ja, das würde ich auf jeden Fall nochmal vorspielen. Also, ja, wenn das weggeht, dann gibt es als erstes ein schmatzendes Geräusch. Und ja, dann kannst du nochmal damit fahren. Dann macht sie das. Gut, ich dachte, du willst mit dem Ding Nein, ganz normal. Ganz normal, oldschool, ich verstehe. Naja, klar, kannst machen. Gut. Ja, du fährst ein bisschen Skateboard. Billy macht die Daten frisch, oder? So rum war's. Ja. Jo. Gut. Du siehst übrigens Jojos Kaffeetasse und Jojo hat ja sich ja keinen echten Kaffee gekauft, dann nehme ich an. Ich sage ja, das ist so genau, auflöst so Pulver Ding. Halt. Dieses Pulver löst sich ja eigentlich sehr gut und dennoch, wenn du diese Kaffeetasse siehst, also das ist quasi so ein Grind, nicht nur unten, sondern auch bis zu den Rändern hoch, voller ungelösten, schorfigen, porösen Pulverrest und Zucker. Ja, das hatte ich jetzt aber eigentlich von ihr nicht anders erwartet. Die hatte richtig Bock, sag ich dir. Ja. Gut. Jo. Ich wasche mir die Tasse, wenn ich einen Kaffee will, ne?
Was? Die hat auch noch saubere Tassen im Schrank. Ach so. Gut, dann brauche ich mir die Tasse ja nicht waschen. Nicht waschen. Also theoretisch, das hat halt den Vorteil, wenn du einen Kaffee willst, brauchst du bloß Wasser heiß machen und ein bisschen dieses das Zeug da abkratzen und umrühren, dann hast du noch genug. Nee. Schade, okay. Nee. Das macht die Jojo gleich, wenn sie wiederkommt. Uch, da geht ja noch was, ne? Genau. Die Mischung ist noch gut. Und noch ein bisschen Kalua und Wodka rein, das ist perfekt. Ja, nicht verschwenden hier. Black Russian hast du dann. Richtig. Daten machst du frisch und lädst die irgendwo hoch und mit Datenbombe ist auch kein Ding. Ja, also halt weiß einfach nur damit, wenn jemand versucht, es aufzucracken, dass es nee, halt geschützt ist. Ja, das ist ziemlich klug. Und ansonsten sind die halt scrambled so weit, dass man nur sieht, der Doktor, nee, das sieht man nicht mehr, war verantwortlich für den bla bla, alles klar, schubbidibub. Halt so, dass einem das Wasser im Munde oder im Uterus zusammenläuft, aber man auch nicht lesen kann, was da abgeht. Na, ich weiß nicht, was bei der Makarov noch zusammenläuft, aber ich möchte es lieber nicht wissen. Ich fand mein Wortspiel schön und ich finde, du kannst es würdigen. Ich hab's gewürdigt, indem ich das abstrus und repulsive gefunden habe. Repulsive hat das gefunden. Junge, alles klar. Kriegt sie direkt wehen, wenn sie das liest. Geil. Puh. Sturzgeburt. Tja, schade, war sie wieder schwanger. Wegen euch noch ein Kind verloren. Ja, das freut Jojo ja nur. Nee, Jojo nicht, aber Flummi. Gut, und lade das File dann hoch und dann werde ich die Makarov wieder anrufen. Was? Ich dachte, du wartest, bis sie wieder da ist. Ja, ich nehme mal an, wenn die Daten fertig gemacht sind, dann, Jojo pisst anderthalb Stunden wie eine besenkte Sau durch die Straßen und kommt dann wieder. Naja, für das File brauche ich bestimmt ein paar Stunden, bis ich durch alles durchgegangen bin und sichergestellt habe. Vielleicht stimmt man will es ja ordentlich machen. Ups, scramblen. Ja, Urps hilft ja. Mit so einem, weißt du, der nimmt einfach einen Finger, seinen Roboterfinger in den Mund. Er hat übrigens, also das Ding auf dem Thron hat keine Arme und Beine mehr, das ist einfach nur so eine geile Masse. Nimmt dann so einen Finger in den Mund und da hängt dann so ein Schleim-Sabberfaden dran und der muss da quasi bloß das, was du anzeigst, mal kurz drauf ditschen, da ist das so unleserlich. Herrlich. Gestitzt. Genau, da hast du halt noch Zeit für ein Powernap und einen Kaffee und dann kommt Jojo an und na, so, die stinkt. Ekelhaft. Geh mal duschen. Ach, scheiße, stimmt, die kann nicht stinken, verdammt. Ja, sowas. Aus Prinzip, sie ist leider mit jemandem zusammengeraucht, der eine Bierflasche hat, die sie ist voller Bier, das stinkt. Dem alles fällt klar. Aber auch immer was ein. Sie will das doch, Jojo will doch stinken. Ist herrlich. Er hat die doch extra anvisiert, weißt du? Richtig, sie wollte männlich riechen. Warum nicht? Sie wollte auch mehr männlich riechen. Männlich. Ja. So, Jo. Kuckuck! Huhu. Ich bin wieder da! Ich seh's und riech's. Du hast schon wieder getrunken ohne mich. Was? Ich hab nichts getrunken. Ich bin noch voll in so einen alten Sack reingefahren, der mir seine Bierflasche über den Kopf gekippt hat, aus Versehen. Ah, aus Versehen. Ja. Hör mal, sollen wir die Makarov anrufen? Ich bin soweit. Wenn du mir noch... Ach, weißt du was? Ja, wir können sie jetzt anrufen. Die riecht dich ja nicht. Ne? Ja, gut, dann machen wir das jetzt. Ich setze mich auf deinen Schoß dafür. Ah, okay. Dann, das heißt, ihr Comlink ist mit meinem... Ich möchte nur, dass du männlich riechst. Super. Danke. Das ist so gütig. Nicht wahr? Ich liebe dich dafür. Ich weiß. Danke. Dann lass uns doch mal die Alte anrufen. Rufen wir mal die Alte an. Also wie ich scramble auch unsere... Also sprich, ich verstell wieder die Stimmen, ne? Sie... Ah, Frau Makarov, guten Abend. Guten Abend, Herr Leitz. Nee, Gütchen. Ja. Ausgezeichnet. Nee, ja, schön. Gut, Penis. Kann das... Moment, das... Flumse muss das jetzt auch einmal machen. Was muss ich machen? Das hier. Das hier? Die verbitte. Mann, da kann dein Kehlkopf aber noch ein bisschen wachsen, du. Glaube ich aber auch. So. Dafür habe ich zu wenig Testosteron. Das war schon ganz okay. War sehr gut. Ja, ich bringe dir noch eine kleine Testosteronspritze mit und dann passt das. Gut, ihr ruft sie an. Du kannst mir doch nicht deine Dosis geben. Davon kriegst du auch keine tiefe Stimme, das merkst du ja. Also. Das höre ich, stimmt.
Also. Ja, wer ist da? Bist du das wieder? Ja. Okay, Abend, also, Frau Makarov. Ja, cut the crap, was? Hier ist der Link zu dem File. Das ist momentan für Sie nicht weiter interessant. Ich möchte Ihnen nur unter Beweis stellen, dass wir haben, was Sie möchten. Sobald Sie einwilligen und nichts passieren wird während des Aufenthaltes, und dazu kommen wir gleich, was ich damit meine, werden Sie einen Code erhalten von uns und dieser Code wird Ihnen die Datei entschlüsseln sowie entschärfen. Über Comlink kriege ich dann den Code oder was? Das können Sie halten wie die Dachdecker. Hey, okay, ja, dann, ja gut, machen wir so. Aber du gibst mir erstmal 5 Minuten, um das anzugucken, oder? Ja. Okay. Sie schnauft ins Comlink. Das ist wohl nicht die Anstrengung des Lesens, sondern eher so emotionale Propodonzen. Ach, ich hab gedacht, wir haben die auf dem Klo erwischt, deswegen schnauft die. So ja, warte mal. Ich muss mal 5 Minuten, ich muss das ja lesen. Also warte mal. Ja, da kommt erst das und dann. Sieben kleine Fledermäuse. Genau, ach, okay. Okay, alles klar. Ich denke, das sind die Daten, nach denen Sie suchen. Sieht so aus. Uff, ja. Wunderbar. Also haben wir einen Deal? Na, auf jeden Fall. Erzähl, was machen soll. Donnerstag auf Freitagnacht zwischen 3 Uhr und 4 Uhr morgens werden Sie auf der Arbeit sich dünn machen. Das heißt, wir werden nichts von Ihnen zu sehen bekommen. Wie Sie das anstellen, liegt bei Ihnen. Sollten wir Sie irgendwie zu Gesicht bekommen, ist der Deal geplatzt. Sollte irgendwer ins Lagerhaus kommen, ebenfalls. Ist das verständlich? Hey, ich hab gesagt, ich mach alles, aber ich muss halt draußen rumstehen. Draußen rumstehen? Heißt? Naja, da halt vom Lagerhaus rumstehen und ja. Ich kann mich da nicht dünn machen, ich kann da nicht in die Fertigung, ich kann höchstens da auf der Schüssel sitzen, Alter. Dann werden Sie eine Stunde auf der Schüssel sitzen mit Durchfall. Okay. Und sollten Sie irgendwen auf dem Gelände sehen, dann werden Sie natürlich nichts gesehen haben. Ja. Gut. Alles klar. Wunderbar. Also die Woche jetzt. Donnerstag diese zwischen 3 und 4. So sieht's aus. Okay. Okay, gut. Zu Jojo kommt eine kurze Nachricht, noch irgendwas von deiner Seite übers DNI. Von Jojo kommt nur eine halbe Stunde, hätte gereicht. Na, lass uns mal lieber eine Stunde nehmen. Ich möchte sicher gehen. Von 3 bis 4 ist perfekt. Gut, Frau Makarov, dann hören Sie das nächste Mal hoffentlich von mir, sobald Sie, damit Sie den Code bekommen. Gut. Und das war's dann auch, das letzte Mal. Alles klar. Stellen Sie keinen Scheiß an mit den Daten. Denken Sie drüber nach. Hey, fick dich. Bis zum nächsten Mal. Tut. Piep. Ah, ich war schneller. Wirkt, als hätte die was genommen. Ich denke, die ist ziemlich gepisst. Nee, wirkt extrem hektisch. Ja, ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn nach 10 Jahren jemand kommt und dir so Daten präsentiert. Wütend, aber nicht hektisch. Meinst du, dass die uns double-crossed oder was? Hm? Ich weiß es nicht. Auf der Arbeit hat die nicht so viele Möglichkeiten, wenn sie wirklich an die Daten will. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie vorher vielleicht Scheiße baut. Na, mit den Daten an sich kann sie jetzt so nichts anfangen. Mit den Daten nicht. Ja, Gott weiß, was sie dann macht. Naja gut, wir müssen es auf uns zukommen lassen. Im schlimmsten Fall wäre dann unser BTL-Freund des Nächtens dann an der Stelle. Naja, gut, der ist kein Ork, der wäre also nicht dort, aber das heißt dann schnell denken. Ja, da müssen wir halt improvisieren. Mhm. Wir müssen den Troll nur auf uns zukommen lassen. Letzte Shadowrunner-Wörter. Gut, wir haben beide Knarren mit Gel geladen, ne? Also meine Knarre ist mit Gel geladen, ne? Ich hab die Gel-Munition reingetan. Ich hab auch noch ein Magazin richtige für dich. Ich weiß nicht, dann zwei Ladungen. So Muni mit ein bisschen Wumms. Zwei Streifen Gel-Munition, ein Streifen echte, also mit Wumms. Was du willst, mir ist das egal. Du musst mir sagen, was du möchtest. Na, Ansage ist keine Toten. Aber falls wir durch die Kanalisation gehen müssen, dann wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich doch noch ein oder zwei also, richtige sagen wir es mal Streifen so, hab. Die
Die Ansage ist keine Toten, aber wenn ich mich entscheiden kann, er oder ich, dann ja, klar, nehme ich keine Gel-Munition. Und wenn ich merke, ich komme mit Gel einfach nicht weit, weil ich einem Troll, der auf mich zukommt, der lacht über Gel-Munition, so leid mir das tut, es ist einfach so. Ich habe es schon mehrfach ausprobiert. Dann überlege ich mir das auch. Flummi, prinzipiell sind Trolle awesome und das ist das Einzige, was sie können, aber in SR5 lachen auch Trolle nicht mehr zwingend über Gel-Munition. Du hast mir das mal gesagt, deswegen. Ach so? War das bevor oder nachdem ich mir die Schadenskurz von den Waffen angeguckt habe? Das weiß ich nicht mehr. Okay, war ich betrunken? Bestimmt. Wirklich? Also, Trolle lachen nicht zwingend über Gel-Munition, aber trotzdem ist das, was du sagst, wahr. Also, was Jojo gesagt hat, stimmt schon. Also, dann, was weiß ich, habe ich 2 Streifen Gel-Muni eingepackt und 2 Streifen mit Wumms. Ja. Normale Rounds. Passt schon. Gut, soll ich mir einfach 2 Knarren mitnehmen? Eine mit Wumms und eine weniger Wumms. Nimmst du deine Dings nicht mit, deine Konfetti-Maschine? Nee, die ist doch viel zu groß. Na, auf den Rücken gespannt, oder? Nee, das ist viel zu auf dem Rücken, brauche ich den Rucksack, das ist zu unpraktisch. Okay. Nee, es ist zu unpraktisch. Das, okay. Rutschosse, bavo, hock, diddle, diddle, dim, 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 boing. Die CZ wahrscheinlich eher. Die CZ, die Zerstörer? Hm. Okay, die. Die was? Die hat auf jeden Fall einen Schalldämpfer. Die Zerstörer, CZ, irgendwas, so 58 oder sowas, glaube ich, mit einer Nummer. Nicht schlecht. Nö. Gefällt mir eigentlich gut. Nee, ich glaube, dann haben wir es doch soweit, oder? CZ 49. 49, ach so. Ja. Gut. Oder meinst du, wir haben irgendwas vergessen? Nö. Bis jetzt fällt mir noch nichts ein. Es kann sein, dass mir das dann einfällt, wenn wir davor stehen, aber Hast du einen Seitenschneider für das? Ich habe einen Seitenschneider und ich habe auch eine Draht. Habe ich eine Drahtschere? Weiß ich nicht, aber ich fahre sonst noch mal einen Baumarkt mir eine holen. Im Baumarkt. Fahr mal zu Obi! Du hast ein Industriemechanik-Kit, passt schon. Ja, da wird irgendwas drin sein. Ach, genau, haha! Mein Minischweißgerät muss mit. Was ist denn mit der Monofilament-Kettensäge? Ich finde, die muss ins Auto. Die ist geil, aber die ist zu laut. Das ist wahr. Oder Meister, ist die zu laut? Die ist zu laut, ne? Elektro? Und die ist zu groß, glaube ich. Sagen wir es mal so, es kommt dran, was du schneidest. Auch wenn die einen Elektromotor hat, je nachdem, was du da kaputt machst, ne? Nee, ich glaube, so das groß ist die nicht. Das ja, aber du hast mir gesagt, die ist zu groß. Ja, um die ständig mit dir rumzutragen. Du hast mir gesagt, die ist zu groß, um die mit ins Lagerhaus zu nehmen. Achso, wegen der Rucksack und den Waffen. Da dachte ich aber auch, du nimmst deine Schrotflinte mit, ehrlich gesagt. Was? Du hast echt gedacht, ich nehme meine Schrote mit? Ich dachte, Jojo, wenn die früh aufsteht, dann nimmt die erstmal die Schrotflinte neben sich aus dem Bett und gibt ihr einen Kuss. Nein, und dann holt die sich erstmal die Schrotflinte aus der Muschi und dann geht's weiter. Aber ungefähr so dachte ich mir das. Da du den ja Schrot nimmst, Monofilamentkettensäge geht, wenn Billy mehr Zeug von dem, was ihr rausholen wollt, nehmt. Nimmt, aber das ich glaube, das Minischweißgerät ist doch viel praktischer. Das ist vor allen Dingen auch leiser. Richtig. Und Moment, ist viel kleiner. Wir haben doch die Drohne unter Kontrolle, also von dem trotzdem, her trotzdem, ich will immer einen Plan B haben, Mini-Schweißgerät ist super. Okay, nein, die Drohne ist nur für runterholen, ne? Ach so, das ist wie so eine Lager... Ah, okay, so, ja, okay, verstehe. Egal. Also so ein, wie heißt das, Gabelstapler-Dingens ist das? Mhm. Ja, so ein Registerdrohne halt im Endeffekt, die es auch schon heute genau gibt, die halt... Jo, verstehe, die ist nicht frei verfügbar. Okay, ich glaube dann trotzdem, ich denke wir... Also... Ich wüsste jetzt nicht, was wir jetzt noch anders machen könnten. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles abgeforstet, was wir hatten. Billy hat genau, nur noch sich irgendwann... Eine Sache noch, Meister. Billy hat sich irgendwann mal noch Datenchips zugelegt, die Tage. Ja, klar. Und Vicky hatte ja gesagt, dass sie einen Störsender hat, ne? Im Auto. Ja. Hm? Gut. Jo. Ansonsten... Gut. Jojo wird sich jetzt in der nächsten Zeit... Ich glaube, wir sind durch soweit. Jojo wird sich jetzt in der nächsten Zeit erstmal alles nochmal angucken und also die Daten, die sie hat, wird sie sich angucken und sich dann schon mal die Sachen zurechtlegen, die sie mitnehmen muss. Ja. Okay. Wir haben ich ja überlege gerade, ob ich was vergessen habe. Musste ich noch irgendwem von irgendwas Bescheid sagen? Fand irgendein Ereignis statt? Aha, genau, das will ich übrigens noch gucken. In dieser Nacht oder so, ist da irgendein Ereignis geplant, das man vielleicht irgendwie, auf das man irgendwie Rücksicht nehmen müsste?
Weil dann plötzlich die Straßen voll sein könnten oder irgendwas anderes? Das ist ein Mega-Scroll. Irgendwo läuft immer irgendwas Fettes, dort unten nicht. Ja, aber. Nee, dort unten nicht. Irgendwas, was halt jetzt so plötzlich ins Auge sprenge. Gut. Also Brandon Tars kommt nicht vorbei, falls du das meinst. ihr könnt mal bitte euer Edge zusammenzählen, mit 1 addieren und dann einen Wurf machen. Flummi, du hast 5, ich hab 3. Plus 1 sind 9. So, jetzt würfeln wir beide 9 oder was? Oder nur einer? Wir würfeln beide und nehmen den besseren Wurf. Bin ich nicht wirklich überzeugt davon. Ihr könnt beide würfeln, dann sind es aber nur 6 Würfel und ihr nehmt den besseren Wurf oder einer von euch macht's mit 9. Flummi, du machst 9. Da, 4 Erfolge. Was? Flummi hat gewürfelt. Okay, sehr gut. Ja, sie hat doch nicht gepatzt, das sind 4 Erfolge, mein Freund. du kannst sie nicht zonken, wenn es einen guten Wurf hat. Flummi würfelt, Alter. Das ist so gemein. Behandle ich das aus Prinzip wie einen Batzer. So. Botzer. Botzer. Genau, Botzer. Gut, nee, alles klar, passt. Und es ist auch, wie gesagt, kein größeres Event, was irgendwie jetzt dir ins Auge sprenge. Gut. Hast du was da, um dein Gesicht zu vermummen? Du meinst sowas wie eine Latexmaske? Zum Bleistift. Ich habe eine Latexmaske da, ich habe auch eine Maske da, die mein Gesicht verdeckt. Aus Stoff. Schwarze Kleidung? Ich habe auch schwarze Kleidung. Gut. Ich habe auch, du wirst es nicht glauben, und das werde ich jetzt sogar endlich mal tragen, weil ich ja jetzt vorher weiß, was passiert. Sogar was mit ein bisschen Panzerung. Weißt du, was scheiße ist? Na? Ich habe das wunderschöne rote Kleid von dir. Das kann ich nicht anziehen. Wieso kannst du das nicht anziehen? Na, ein rotes Kleid für einen Einbruch. Wie sieht das denn aus? Du kannst ja was drüber ziehen, was Lockeres. So ein Jumpsuit. Geht das? Na ja, gut. Den kannst du vielleicht nicht drüber ziehen, aber... In der Spielleiter, gestehst du mir zu, dass ich einen Reißverschluss da reingemacht habe, damit sie den Rockteil abnehmen kann? Nein. Schade. Aber du kannst einen Pulli und eine Hose drüber ziehen. Also ein Jumpsuit im Endeffekt würde funktionieren. Das würde auch funktionieren. Also ich trage ja auch eigentlich immer Kleider, aber damit das niemand sieht, habe ich ja immer noch eine Jeans drüber, das geht auch. Ach, bist du jetzt von Unterwäsche mittlerweile? Naja, ich hab mich abgegradet. Ich hab's letztens gesehen, das sieht so kacke aus. Kacke, Alter? Also die Bitches fliegen drauf. Oh, so ein schönes Kleid habe ich lange nicht mehr gesehen. Wo hast du denn das her? Ja, aber sie fliegen nicht auf die gute Art drauf. Also. Ganz kurz Link im Teamspeak, sowas in die Richtung würde quasi Billy drüber ziehen können, ja? Klar. Gut, dann wird das auch so getan. Ich fand, dass das Kleid war doch relativ, also für Billy war das Kleid ja auf jeden Fall relativ körpernah, da geht das ja noch besser. Oh, ich glaube, ich muss mir sowas zulegen, Moment. Ich muss mir mal wieder einen Kleiderschrank zusammenstellen demnächst. Warte, aber guck mal, das ist toll. 360 Grad sexy, alles klar. Super. Ich muss nur so ein bisschen brechen. Vor allem auf dem Bild sieht es aus, als hättest du tatsächlich einen Penis. Düs, ich wünsche mir, dass du bitte dieses Bild, können wir nicht, scheiße. Wieso? In der Videobeschreibung verlinkst. Ich kann es ins Video einblenden, kurzzeitig. Aber, achso, ja, passt einfach, mach mal. Machen wir. Das ist, also wenn man das nicht gesehen hat, Junge. Leben verpasst. Kannst du nur hoffen, dass niemand ins Bein schießt. Ja. Gut. Nee, ich Sekunde, glaub... warte mal kurz. Guck's jetzt gerade, ob ich... Entschuldigung, mein Mitbewohner wollte nur wissen, wo ich das Kleid her habe. So, Ernsthaft jetzt? Oder nein. Ist ja das kein Kleid. Dass ich die Tür nicht aufmache. Ah, so. Ja. Wo waren wir jetzt? Entschuldigung, ich bin ein bisschen... Wir wollten jetzt gleich los. Ihr habt am Mittwoch... Gut. Ihr habt am Mittwoch übrigens die Route von Vicky bekommen. Ist da irgendein Gebiet, wo ich mir vielleicht Sorgen machen müsste, dass da irgendeine Gang-Action stattfinden könnte? Da rufe ich doch erstmal die Karte auf. Moskau Süd. Aha, 4 Erfolge, nein. Du, okay. Also man könnte sich schon Sorgen machen, dass die Fahrt außerordentlich langweilig wird.
Gut, und ich habe auch nichts gehört, dass die da noch irgendwas vor, wobei die weinen mich ja eh nie in ihre Pläne ein. Alles klar. Dort unten ist ja nichts. Ja, eben. Gut. Dann musst du wissen, was wir mitnehmen, oder gehst du davon aus, dass wir die richtigen Sachen mitnehmen, oder bremst du uns, wenn du das Gefühl hast, wir haben Sachen mitgenommen, die nicht passen? Also wenn du mir dann erzählst, dass du einen Raketenwerfer rausholst, werde ich schon sagen, Junge, Junge, obwohl... Ach komm, wir spielen, ich packe meinen Koffer, das hatten wir ewig nicht mehr. By the way, was ich noch ganz kurz anmerken möchte, ist, dass ich mich um die Makarov kümmern werde, noch die Tage zu immer mal sporadisch schauen auf dem Comlink, was er gerade macht, was für Phone, also was für Aktivitäten sie durchgezogen hat und so. Das wäre okay. Noch die Sache. Das kannst du mir dann gleich nochmal sagen, wenn wir meinen Koffer gepackt haben. Ja, wir machen das Kofferpackspiel ein bisschen anders. Ich frage euch bloß ein paar Sachen und ihr sagt ja oder nein, den Rest, den Standardkram, den ist mir das mir klar, dass ihr dabei habt. Jojo, Monofilamentkettensäge. Nope. Atemfilter. Yep. RFID-Löscher. Yep. Trachtenkleid. Nein. Kids hast du natürlich mit. Welche Pistolen? Die CZ und die Remington. Okay. Remington, Entschuldigung, das war die Dingens hier, scheiße. Die Schrotpistole ist das. Die CZ ja, und die genau, Fischetti, sagst du. Ja. Die Fischetti. Nee, die Remington war richtig, so. Die Remington, ah ja, genau, als dickes und die CZ als, ja, ist klar. Richtig. Taser. Zielvisier, Quark, nein, ich bin raus, scheiße. Hä? Hä? Doch, die Remington Room Sweeper, genau. Ohne Wi-Fi. Genau, weil das ist die Schrotpistole. Auch eine Remington ist. Deswegen war ich gerade verwirrt. Aber was? So, was hast du gerade gefragt? Taser. Nee. Joystick. Yep. Es wird auf jeden Fall ein schwerer Koffer. Na, Moment. Einige der Kids bleiben auch im Auto, ne? Naja, du nimmst nicht alle Werkzeuge mit, trotzdem brauchst du ein bisschen was. Ja, du musst ja auch innen noch das Tor hochbasteln. Hä? Na, pass auf. Wir fahren ja mit Vickys Auto. Das ist mir wohl bewusst. Gut. Ich brauche zwar nicht alle Werkzeuge, aber es gibt auch ein paar Sachen, die muss ich gar nicht mit reinnehmen, weil ich die nur im Auto brauche. Ach, das meinst du? Ich meine nur den Industriekram im Wesentlichen und die Schlösser oder die Werkzeuge, das ist ein Witz. Aber die Industriewerkzeuge sind auch meistens ein bisschen größer. Es wird also, ich sage dir nur, es wird ein schwerer Koffer. Gut, die Industriewerkzeuge, die ich mit reinnehmen muss, werden nicht so groß, werden nicht so viel sein, glaube ich, oder? In das Tor, die Tür, Tor? Ja, nicht Tor, sondern dieser Gitterkäfig, den du noch per Hand hochfahren musst. Das kann Billy ja nicht machen. Wenn du dich erinnern möchtest. Ah, ja, stimmt. Okay, ja, du hast recht. Ja, okay. So, Billy. Ich habe auf jeden Fall ein sehr aktuelles Ding, wie ich sehe. Das hast du doch alles gar nicht mehr. Jo, wahrscheinlich. Was ich noch stehen habe, ist sehr wenig. Also im Wesentlichen sind es die Kontaktlinsen, die Brille von Vicky, die Pistole von Jojo, das Kleid und die Earbuds. Und ach ja, für euch beide natürlich Ducktape, Kabelbinder, Sprühkleber. Jo. Sprühkleber? Hab ich nicht mehr. Ja. Aber ich habe die Latexhandschuhe dabei, die Arbeitshandschuhe, den Kabelbinder, Survivalmesser und Pfefferspray, hatte ich dir ja noch gesagt. Ach genau, Pfefferspray, genau. Datenchips ist klar. Datenchips. Und Sprühkleber habt ihr euch neu gekauft oder nicht? Ja. Okay. Warum nicht? Dann ich habe übrigens die Brille mit Meisterlein, ne? Was für eine Brille? Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich habe zum einen Kontaktlinsen, habe ich Nachtsicht drin und ich habe eine Brille, darin Ach so, befindet ja, sich klar. Sichtvergrößerung und eine Blitzkompensation. Ja. Ist klar. Das ging schnell. Gut. Das ist schade, dass ich dir das alles weggenommen habe. Eigentlich wollte ich jetzt Sachen sagen wie exklusive Fetischkleidung im Wert von 5000 Yen. Hast du gesagt, ja. Moment, ich muss gerade nochmal in Teamspeak was schreiben. Aber ach ja, und ich trage übrigens meine Panzerkleidung. Ja, na klar, trägst du die. Was steht denn da? Ich hasse euch. Aha. Das ist das erste Mal, dass ich die anhab. Während wir spielen. Jojo trägt Panzerkleidung, alles klar. Wenn ich jetzt meinen Wattebausch schwerfe, dann ist sie nicht tot, sondern sie ist nur schwerstens verwundet. Na, sonst und ihre Milz hast muss du mich immer auf dem Eis auf dem falschen Fuß erwischt und sie hatte keiner an. Auf dem falschen Fuß, sagst du. Ich werde den Gänger abknallen, Junge. Eisekalt werde ich ihn fertig machen. Ja. Auf das dem war der falsche Fuß. Eisekalt. Okay, es geht los. Ich muss nur ganz kurz was gucken, oder?
Sag mal, warum ist denn in der Gearlist mittlerweile im SR5 keine Beschreibung mehr drin von den Werten für den Urban Explorer Jumpsuit? Auch den müsste es noch geben. Den gibt's noch, aber ich finde nicht mehr. Der hatte immer so viel wie die Panzerweste an Panzerung, von daher, und ein Vitalmonitor. Also bei SR4 hatte er auf jeden Fall immer 6-6. Ja, genau, so viel der wie die Panzerweste. Der hatte immer zwei Stoßpanzerungen mehr als die Panzerweste. Ja, es gibt keine Stoßpanzerung mehr. Jetzt ist er 9-8. Moment, Armor Rating ist 9 vom Jumpsuit und Availability ist 8. Kostet 650 Nüen. Könnte ich sowas noch kaufen auf dem Weg? Also nicht auf dem Weg 8. Direkt. Sondern... Mach mal Charisma und verhandeln. Oh Gott, habe ich verhandeln? Moment, ich doch, ne? Ist du hast ein Charisma von 6, das reicht. Nicht ganz Flumilette. Das ist übrigens eine erweiterte Probe halt bis zum Verfügbarkeitswert. 2 Tage. Genau, ich glaube, es wäre schon 50 müssten es Tage sein. Perception, Disguise, Etikett, Negotiation, Negotiation, Charisma 2, also 8. Das sind 3. Das sind 7. Und nochmal 2. Das sind 3 Tage. 3 Tage und du kannst am. Ja, du kannst ihn haben. Yes! Dann ziehe ich mir 650 ab und schreibe mir den Jumpsuit auf in Schwarz. Dann solltest du den anziehen und nicht das Kleid. Ja. Du kannst die beiden Panzerungen nicht übereinander anziehen, aber sonst ist okay. Nee, das ist klar. Dann ziehe ich mir 650 ab und schreibe mir den Jumpsuit auf und hab den Jumpsuit an. Warte mal ganz kurz. Urban Explorer Jump 9. Okay, ja, passt. Jojo könnte den schon nicht mehr tragen nach meinen eigenen bösartigen SR5-Regeln. Deswegen hat sie ja auch extra ihre von sich selbst, für sich selbst angefertigte Panzerkleidung. Sehr gut. Also es tut mir leid, dass ich jetzt den nicht anhab, Jojosten, aber... Das ist okay, ich verstehe das. Das ist ja auch eher für den Hausgebrauch gedacht gewesen. Hausgebrauch. Denn die meisten Unfälle passieren in der eigenen Wohnung. Richtig, nein, eigentlich Falle. Eher, wenn die elegante Dame mal in einer Gegend elegant sein möchte, die vielleicht nicht ganz so nett ist. Sag das so nicht. Manche Leute sollen sich schon im Bad angezündet haben. Also, da kann man auch mal so ein gepanzertes Kleid haben. Im Bad. Es gibt alles auf der Welt. So, genau, ihr fahrt los. Es geht aus Moskau raus erstmal ein Stück. Also in Donskoi trefft ihr euch. Ihr seid bereit, ihr seid richtig heiß. Ihr habt richtig Bock und fahrt ein Stück aus Moskau raus. Es wird relativ schnell, relativ uneben. Es gibt zwar immer noch so ein paar, was heißt immer noch, ich glaube, jetzt gibt es die nicht. Um das eigentliche Ballungszentrum gibt es ein paar kleinere Ortschaften mit wenig Tausenden bis zigtausenden Leuten, also nicht so krass, die so diesen kleinen Ortstatus noch haben und auch das Lebensgefühl dort. Und da fahrt ihr nicht durch, da fahrt ihr nur in der Nähe vorbei, aber ihr seht jetzt, dass es sowas gibt, da könnte man bestimmt auch in der Nähe campen und fahrt dann wieder irgendwann über so einen Weg da rein, der ein bisschen waldig ist, wo auch das ordentlich holpert und huckelt und sie hat auf jeden Fall nur mittelmäßig angebrachte Stoßfederung, also schnell könnt ihr da auf jeden Fall nicht zurück, falls es nötig sein sollte, zumindest nicht an der Stelle. Und an der einen Stelle ist der Zaun wohl schon seit längerem, liegt der brach und es sind ein paar verwitterte, vermoderte alte Industrieanlagen dort, das heißt, dort kümmert sich auch keiner drum, dort kommt ihr rein. So, bevor ich jetzt mich gleich ins Auto setze und mir ein neues Mikrofon kaufen gehe, mit USB-Soundkarte gleich mit drin, weil es mich nur noch ankotzt mittlerweile mit dem Headset und mit dem Computer vor allem. Ihr hört jetzt auch wieder den Unterschied in der Stimme. Ich habe was an den Einstellungen geändert. Es will nicht so, wie ich gern will, aber das tut jetzt auch nichts zur Sache. Es ist ja hier immer noch Podcast, ne? Ich sag's nur schon mal vorweg für den Fan oder Fan. Was? Wir haben keine Fans. Für die Leute, die zuhören und sich gerade etwas wundern. Nichtsdestotrotz zum Thema. Also. Geht los, die Mädels fahren ins Gebiet. Endlich der Run. Endlich nächste Session, versprochen. Abschluss der ganzen Geschichte und Neustart dann der Episode 4, nachdem die nächste Session draußen ist. Das verspreche ich euch jetzt schon mal. Wir haben ein bisschen was in Planung momentan. Es wird nichts an der Aufstellung geändert oder so, sondern wir haben ein
paar Gedanken gemacht, was wir machen möchten in der Zukunft und wie die Charaktere sich ein bisschen weiterentwickeln können. Das wird dann alles in der nächsten Session passieren. Im nächsten Episodenabschnitt dann passieren. Viel werde ich jetzt nicht verraten, aber es sollte interessant werden. Billy hat sich ein paar Gedanken gemacht. Ich denke, mit Jojo wird es generell sau interessant mit ihrem Erwachen und Magie und so. Die lässt ja jetzt schon Skateboards schweben. Voll cool. Jo, bis dahin erstmal gibt's eigentlich wie immer nichts zu sagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören. Ich hoffe, ihr freut euch schon ganz wild auf die nächste Session, dann auf die Abschlusssession. Der Run war cool. Werdet ihr dann hören bald? Jetzt kommt am Sonntag die Folge raus. Das heißt, am Mittwoch wäre dann der Abschluss des nächsten Kapitels quasi. So, und da ich die ganze Zeit jetzt von Abschluss rede, denke ich, komme ich wie immer an dieser Stelle zu dem Common Creative License, der Contribution 3.0. Das heißt, ihr dürft euch gerne Stücke aus dem Podcast ausschneiden, dürft gerne das weiterverwenden, was es so zu hören gibt. Auch die Kremlkrauts, die unsere Intro- und Outro-Music jetzt wieder stellen, dürfen verwendet werden von euch. Ihr müsst dann aber ein Label anheften, entweder für die Kremlkrauts oder aber die White Russians, das sind nämlich wir. Weiter gibt's zu sagen, dass unsere Freunde der Tops Incorporated in den Vereinigten Staaten die Rechte an Shadowrun haben. Wir persönlich haben keinerlei Rechte daran. Und damit hat sich dann auch schon der ganze Legal Rights Kram wieder geklärt. Wir wünschen allen lieben Zuhörern eine tolle WM, ne? Also Abschluss. Deutschland ist im Finale. Finale! Flummi wird mich töten dafür jetzt. Die wird aber momentan wahrscheinlich sowieso ausgenockt irgendwo auf dem Feld rumliegen. Das weiß man ja nicht. Oder die springt zu irgendwelcher Heavy-Metal-Musik rum. Wissen wir nicht gerade. Werde ich schon alles am Montag hören. Gut, ne? Liebste Grüße an alle. Macht's gut. Habt viel Spaß und schreibt uns fleißig auf Facebook, haben wir ja mittlerweile, auf YouTube oder halt gerne im Forum. Wir freuen uns über alle eure Zuschriften und schreiben auch fleißig zurück, ne? Schüssikowske.